Das sind die 5 besten Spiele in Roblox. Heute wirst du krasse Hobbys, Klon-Tycoone und ein geheimes Roblox-Spiel am Ende sehen. Los geht's! Yo, Kaspar! Yo, yeah! Na? Alles Guck gut? dir mal das Riesenlabyrinth an, Kaspar. Oh, das sieht echt... Ja! Oh! Ich bin runtergefallen. Ah, da bist du auch. Okay, ich bin auch runtergefallen. Gut. Ich weiß, es tut mir leid. Gruselig, das Aber aussieht. Das Ding ist, okay. hier müssen jetzt mehrere Level quasi schaffen und nicht vor diesen Köpfen. Okay. Siehst du die da unten? Was ist das denn? Was ist das denn? Hey, stopp, lauf. Sind die gefährlich oder was? Ja, lauf weg. Also, pass auf, wir müssen jetzt hier irgendwie durchs Labyrinth kommen. Und das ganze Ding quasi überleben und bloß nicht... Ah! Nein, Kaspar! Kaspar, wir wurden getrennt. Geht's weiter, du musst zu mir kommen, du musst zu mir kommen. Oh, ich laufe außen rum. Ich laufe außen rum. Oh. Wow! Oh Gott, mach schnell. Oh mein Gott. Okay, also die Köpfe, die können es quasi essen, oder was? Ja, anscheinend schon, ne? Irgendwie sind das Albträume, oder was soll das sein? Anscheinend so richtig so Albtraumköpfe, würde ich schon fast sagen. Auf jeden. So, also wo geht's hier weiter? Oh mein Gott, da geht's nicht lang. Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg's nicht raus. Oh Gott, Kaspar. Muss man lang? Oh, hier ist eine Sackgasse. Man muss da sogar lang. Broxo, du musst jetzt mal ein bisschen mitkommen hier. Kaspar, ich komm doch schon. Wo bist du denn? Wo bist du? Ich zieh durch. Oh, Kaspar, ich kann da nicht. Die sind im Weg. Oh, sie wurden gegessen. Was, die sind da rübergesprungen? Ich bin safe. Lol. Ah, ich bin einfach über die rübergesprungen, Kaspar. Wow. Wie über die rübergesprungen? Lauf. Hilfe, hier sind so viele. Hilfe. Zieh durch. Hilfe. Alter, ich hab so viele Köpfe hinter mir. Okay, los. So. Sehr schön. Okay. Wie soll man da... ja, also wollen wir da irgendwie, hallo? Das ist gerade die Frage, wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Ich glaube, wir müssen auf ihn raufspringen, guck mal. Ja. Ah, lol! Der hat mich, nein, ich bin wieder am Anfang. Ha, du musst einfach links vorbeilaufen. Ha. Oh nein. Ja, aber jetzt? Wo soll man das denn wissen? Was muss man jetzt machen, ist jetzt gerade die Frage. Muss man jetzt irgendwie hoch oder so? Nee, wir sind jetzt, glaube ich, falsch. Hier muss man, glaube ich, gar nicht lang. Okay, Kaspar, komm schnell. Komm schnell rechts, Wir müssen hier rechts durch. Hier, der Geheimgang. Der kleine geheime Weg. Okay, und dann hier nach oben. Ah, hier ist auch ein Checkpoint. Oh mein Gott. Und jetzt können wir hier entspannt runtergehen. Und okay, pass auf. Also, oh mein Gott. Oh nein! Oh, der hat mich! Nein, Kaspar! Nein! Aber du hast die gut weggelockt. Warte, ich hab die gut weggelockt. Na, du musst einfach... Oh, lauf! Oh Gott, ich hab's. Okay, ab geht's zur nächsten Stage. Und zwar Stage Nummer 2. Oh mein Gott. Guck mal, hier sehe ich schon so einen Kopf warten. Dann gehen wir links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen dann rechts, ne? So. Lass lieber rechts lang. Da ist er! Oh Gott, lauf! Nein! Nein! Lauf! Alles gut. Sackgasse oder so. Ich hab ihn ausgetrickst. Jetzt! Hier ist so eine Tür, Kaspar. Hier ist so eine Tür. Hier auch. Ah, Kopf. Ich sehe dich. Ah, ich komme. Hier geht's lang. Kaspar. Oh Gott, nicht nach rechts. Nein. Okay, pass auf. Hier lang. Oh Gott, nein. Oh, hier, glaube ich. Ah, nein, nicht da lang. Alles gut, warte, jetzt schnell durch. Okay, komm. Nein. Warte, wie aufgefressen direkt, ey. Oh Gott. Okay, ich habe hier einen Checkpoint. Ich warte auf dich, okay? Ja! Ach, da bist du. Ich hab grad geguckt, ey. Sehr gut. Wo du bist. So, pass auf, jetzt müssen wir hier anscheinend... Oh, nein! Oh! Nein! Oh mein Gott. Ich dachte... Oh Gott, alles gut. Ich komme jetzt. Da musst du vorher nach rechts laufen. Guck, du musst hier so nach rechts laufen. Oh, nach links. Oh mein Gott. So, und hier wieder nach rechts, Kaspar. Und hier wieder raus. Und hier wieder raus. Nein. Nein. Bitte nicht. Hat er dich erwischt? Ah, er hat mich erwischt. Hat er dich noch gekriegt? Nein. Okay. Auch Weg gefunden und jetzt hier geradeaus. Ach so. Da bist du ja. So, sehr schön. Dann kannst du dir auch den Checkpoint hier endlich holen. Perfekt. Okay, dann gehen wir hier wieder durch, oder was? Hier müssen wir lang, Broxo. Nein, da geht doch gar nicht. Hä? Karma. Ich glaube, jetzt hier ganz schnell alleine durch, Kaspar. Du weißt gleich gar nicht, wo du lang musst. Oh Gott, nein, nächste Sackgasse, glaube ich. Oder? So. Stage 3. Nein, du hast es schon geschafft? Ich hätte es jetzt geschafft, ja. Oh. Was war das denn? Ich bin ausgerutscht auf meiner Bananenschale. Ach, da bist du ja. Hier, Stage 3. So, ich bin jetzt in Stage 3. Alter. Das klang halt so, als hättest du, weiß nicht, komisch genießt oder so. Oh Gott, das ist jetzt doppelt Köpfe. Schnell hier vorbei. Ah, schnell. Lauf. Ah. Ich berühre die gar nicht und der kriegt mich immer. Hilfe. Ich mach doch gar nichts. Die sind voll schnell. Die sind mega schnell. Oh. Okay, ich bin schon... Ich laufe einen anderen Weg, Broxo. Okay, ich bin, glaube ich, ganz sicher. Oder? Ah! Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, lauf! Du überlebst! Lauf, lauf, lauf! Oh Gott, nein, noch ein paar... Oh, Da bist du! Oh, Kaspar! Ich bin fast... Ah, nein! Nein! Wohin müssen wir? Du bist langsam da drauf! Ja! Schnell, schnell! Oder? Rauf, hier rauf, hier rauf! Hier rauf, ne? Ja, wir haben es, wir haben es. Und hier so ein Checkpoint. Okay, sehr gut. Oh, wichtig. Ui! Hui! Guck mal, hier vor dem Dancefloor. Okay. Okay, runter. Lauf! Okay. Du hast weggelockt, danke. Okay, kein Problem. Ich mach das doch gerne, Kaspar. Ich mach das doch gerne. Ja, hier geht's weiter. So. Okay. Oh Gott. Die DJ-Köpfe. Ah, wir müssen nach ganz hinten. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Alles gut. So. Alles gut. Okay. Okay. Sehr schön. Ich hab's auch geschafft, ja. Ich hab schon lange keinen Checkpoint mehr, muss ich sagen, ne? Ja, doch, stimmt. Aber ich glaube, wir sind hier. Ja, hier ist ein Checkpoint, hier ist ein Checkpoint. Checkpoint. Okay, Checkpoint. Okay, sehr wichtig. Alles gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier durch. Mal gucken, was haben wir jetzt hier? Ist ja noch was ist das denn für eine Wand? Ich dachte, man dürfte das nicht berühren, aber... Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, zwei Stück. Oh mein Gott. Okay. Ey, da ist er gar nicht. Okay, Checkpoint. Checkpoint. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier? Wow. Oh mein Gott. Nein. Aua. Nein. Ah, ich auch. Aua. Ich gehe einfach rechts außen hier. Haha. Nein. Ich will raus. Ich wurde auch geholt. Ja. Ich lock die hier alle auf die Plattform. Ja. Ja, sie haben. Sehr gut, sehr gut. Oh wichtig, mein Gott. Wichtig. Und oh Gott, und direkt Stage 4. Let's go. Stage 4. Ab ist Stage 4. Und was müssen wir jetzt? Oh nein. Wir müssen, glaube ich, hier gucken. Oh mein Gott, der ist voll schnell. Der ist schnell. Ja, da müssen wir ein bisschen... Oh, er hat mich berührt, sag mal. Hast du das gesehen? Der hat wirklich doch in den Hintern gezwickt. Das habe ich genau gesehen. Oh, und jetzt? Okay, ich hab's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Das ist der XXL-Kopf oder was? Oh mein Gott. Oh Gott, da müssen wir hin, ne? Da müssen wir hin. Wir müssen leider echt zum... Ah! Lauf! Nein, du darfst ja nicht in die Nähe kommen vom XXL-Kopf. Okay. Okay, ich springe hier gerade hoch. So, schnell hier weg. Bist du auch da, Kaspar? Nein, noch nicht. Oh Gott. Oh, ich mache hier voll den Glitch. Wo bist du? Ah, da bist du. Achtung, er kommt hoch. Er kommt erst hinter dir. Wie? Er kommt erst hinter mir. Nein. Mach jetzt nicht diesen mit mir. Ich gehe hier wieder hin, so. Oh Gott. Nein, Alsackgasse! Oh! Nein! Das war verbuggt da, oder? Das war immer so schlecht von dir. Man kann da nicht hoch! Was kann ich denn dafür? So schlecht. Jetzt aber. Oh, hier geht's auch. Oha! Hier geht's auch! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Los, sag mal, gar nichts los. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben hier. Mal gucken, was wir hier oben haben. Ich sag, die Mitte ist gut, Mitte ist gut. Oh Gott. Okay. Pass auf, hier sind überall Köpfe. Okay. Ich glaube, das war der richtige Weg, ne? Kann das angehen? Glaube ich auch. Oh ja, Checkpoint. Es war der richtige. Wichtig und... Oh nein! Ey, guck mal, wo ich bin! Du hast erlebt? Hier unten. Hier ist... Hä? Na? Hallo? Aber wir dürfen hier nicht hin, wir müssen sterben, wir müssen woanders hin. Au, ja, ich weiß, wir müssen echt sterben. Okay, deswegen wir müssen gucken, dass wir... Nein, wir müssen nach links. Ja! Was ist das für ein Stern? Für einen Stern-Checkpoint. Ultra-Checkpoint, oder was? Gefühlt schon, okay. Okay, und... Oh mein Gott, das ist ein Labyrinth. Oh mein Gott. Ey, oh Gott. Was? Oh, lol, das war so knapp gerade. Stage 5. Das war so knapp gerade, los. Geil. Das war mega knapp, aber wir haben es einfach geschafft. Oh mein Gott. Okay. Dann komm, Abfahrt! Okay, Abfahrt! Über Heinz Reinig, irgendwie... Nein! Oh, ich bin noch über welche rübergesprungen. Hä, wie konnte man das denn schaffen? Der war voll komplett im Weg. Das ist ja voll so ein Glaslabyrinth oder so, ne? Auf jeden Fall. Nein, ich bin in der Sackgasse gelandet. Oh, du lockst richtig gut weg. Oh, warte. Verdammt. Nein. Der kommt. Wohin? Nein, aua! Mano! Wo soll denn da hin? Ich wusste auch nicht, wo lang wir müssten. Dann müssen wir vielleicht einen ganz anderen Weg gehen, Nee, es gibt ja nur... Ah, hier links. Nee, dachte ich auch. Anzeigefehler war das nur. Wir müssen da lang, wir müssen da lang. Ah, man kann hier links rum. Ach, lol. Hast du es geschafft? Nein, die sind so viele. Das sind so viele, die müssen wir weglocken, komm. Die müssen wir echt weglocken, ich habe eine Idee jetzt. Oh, hier jetzt. Genau, einmal rum. Oh nein, ey! Okay, warte. Ich bin schon zwei ausgewichen. Gesehen. Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr gut, die verfolgen dich jetzt. Ja, ich bin durchgekommen. So, jetzt müssen wir nur... Ja, hier müssen wir, glaube ich, hoch. Oder? Oh, nein, so knapp. Ich hätte es fast drüber geschafft. Ich glaube, ich bin hier richtig. Oh nein, hier sind nochmal zwei Köpfe. Oh Gott. Ey, der eine springt einfach auf der... Auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Nein, ist das hier richtig? Nein, das ist eine Sackgasse. Nein, Mann, das war eine Sackgasse. Das war eine Sackgasse. Sackgasse. Ich mich hier die blöden Köpfe. Oh Gott, ich hab... Ey, der ist die ganze Zeit hinter mir. Er ist die ganze Zeit hinter mir, Kaspar. Nein, nein. Oh. Sackgasse. Oh. Okay, ich muss... Ja. Oh, ey, ja. Mann, also ich berühre die gar nicht und trotzdem sterbe ich. Okay, ich bin gut. Ich hab einen Checkpoint. Oh mein Gott, ich hab einen Checkpoint. Oh. Ich sehe dich da drüben, Broxo. Ja, ich hab's geschafft. Oh Gott, hier geht's noch weiter, Kaspar. Okay, ich sehe dich. Du schaffst das. Ja, ich hab's. Den hab ich hier. Okay, let's go. Okay, wo muss ich hin, Broxo? Ich weiß es nicht. Mit dir? Du gehst auf jeden Fall schon mal richtig. Sackgasse, nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh, alles gut. Oh mein Gott. Gut. Okay, die habe ich schon mal abgehängt. So, die sind weg. So, jetzt die beiden hier noch. Okay, kommt mal her hier. Oh, sehr gut. Oh mein Gott. Ich zieh durch, Oh Gott, die verfolgen mich. Wo jetzt lang? Links. Genau, ganz links. Wo jetzt lang? Genau. Oh, okay. Und jetzt nur geradeaus. Okay, ganz durch geradeaus. Okay. Und jetzt. Ja. Sieht gut aus, wie ich hab's taucht. Das hat ja ewig gedauert. Oh mein Gott. Ja. Boah, dann sind wir endlich mal entkommen hier, sagt man. Ja, noch nicht ganz. Nicht schlecht, ey. Aber wir können hier, glaube ich, rechts rumlaufen. Oh Gott, der Lavaboden. Da kann man nicht reinfallen, ne? Okay. Und zack. Und Stage Nummer 6. Jawohl. 6. Wir sind nämlich auf irgendeiner Basis oder so, in irgendeiner Welt in der Galaxie, Freunde. Und hier können wir jetzt unsere eigenen Klone erschaffen, ja? Hier können wir jetzt nämlich starten. Und dann seht ihr schon, wir haben so eine Klonmaschine für $0 können wir jetzt kaufen. Also die hat auf jeden Fall nicht so viel gekostet. Dann können wir noch für $0 ein klassisches Schwert kaufen, okay. Und danach brauchen wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Geld. Also hier kann man schon sehen, wir können jetzt hier Sachen bauen. Oh, ey, wurde ich gerade erwischt von so einem... riesen Ding, ich weiß gerade nicht, Freunde, aber hier können wir jetzt quasi unsere eigenen Sachen so bauen. Zum Beispiel dafür brauchen wir aber Juwelen. Ich gucke mal ganz kurz im Shop, Freunde. Wenn wir jetzt hier mal in den Shop reingehen, können wir nämlich ein bisschen Geld kaufen. Und ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt mal so eine kleine Aktentasche für $2.500. Damit wir erstmal sehen, was wir uns so kaufen können, Freunde. Weil das hier ist auf jeden Fall ein richtig, richtig heftiger Tycoon. Und ihr seht schon die ganzen anderen Basen hier von den ganzen anderen Leuten. Und hier können wir zum Beispiel auch, ihr seht ja schon, hier haben wir jetzt einen Klon von mir. Hä? Leute, hier sind einfach schon, ey, hier sind schon 3 Stück von mir. Die kämpfen jetzt einfach so für mich, okay? Also guck mal, die spawnen hier einfach. Und ich kann jetzt zum Beispiel Klonmaschine bearbeiten, okay? Und dann kann ich, glaube ich, geschlossen machen. Okay, Klontyp kann ich die nachher noch irgendwie heftiger machen, dass die für uns auch allgemein arbeiten, Freunde. Also hier können wir auf jeden Fall ganz, ganz verrückte Sachen machen. Ich würde mal sagen, wir bauen auf jeden Fall jetzt mal hier und gucken mal, dass wir uns jetzt mal hier einmal eine Minenmaschine kaufen für $100, Freunde. Dann noch eine Klonmaschine, 2, Haltbarkeit Level 2, Starterwände, würde ich mal sagen. Dann noch einmal so ein Eisenschwert, ja, okay. Und eine Erzraffinerie. So, also das sollte jetzt erstmal ganz kurz reichen. Wir haben jetzt hier schon mal so ein paar Sachen. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, was ich mit den ganzen Sachen hier machen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier sogar schon so ein Eisenschwert, glaube ich, was wir jetzt auch benutzen können. Das macht 3 bis 6 Schaden. Und ich glaube, ich muss irgendwie den Kampfmodus aktivieren, damit ich quasi das benutzen kann. Also ich brauche gerade noch nicht den Kampfmodus, aber hier kommen auf jeden Fall schon mal wieder so ein paar Klone raus. Und hier kann ich zum Beispiel Sachen verkaufen. Also wenn ich jetzt gerade einen Stein verkaufe oder so, guck mal, der geht jetzt einfach, ey, die gehen für uns arbeiten, Leute. Und ihr seht hier oben, kriegen wir dafür die ganzen Erze und sowas. Ey, das ist ja mega cool. Jetzt kriegen wir dadurch einfach Geld. Und es hat gerade einfach ein Klon von mir irgendwen anders einfach besiegt. Die sind da vorne nämlich alle am Kämpfen. Alter, wie verrückt ist das denn schon? Okay, warte mal, wir können jetzt hier auch was für Juwelen bauen. Aber das Ding ist, wir haben gerade keine Juwelen. 200 Juwelen für 150 Robux. Ich will nämlich mal ganz kurz gucken, was man mit diesen Juwelen machen kann, Leute. So, jetzt hier ganz kurz bauen. So, und jetzt kann ich mir mal hier eine Schildkröte kaufen als Haustier. Okay. Und wo ist jetzt meine Schildkröte, Leute? Ich möchte jetzt hier meine Schildkröte sehen. Hä? Ich habe doch gerade eine Schildkröte gekauft. Na gut, okay. Also, pass auf. Wir gehen jetzt mal hier auf Bauen. Und können jetzt hier nochmal eine Bay-Klon-Maschine kaufen, Freunde. Wo ist denn die jetzt hin? Ist die jetzt hier irgendwo? Ah, hier. Pass auf, jetzt haben wir hier so Klonmaschinen. Und... Ey, eine Baby-Klonmaschine. Das ist ein Baby von mir, Leute. Wow. Alter, die ganzen Meteoriten, die hier immer von oben kommen. Ne? Was ist das für ein verrücktes Zeug hier, was wir hier sehen? Aber hier kommen auf jeden Fall so ein paar Klone schon mal raus. Aber auch so Baby-Klone. Ey, pass auf, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall mal unsere Basis ein bisschen weiterbauen. Ich würde mal sagen, wir machen hier nochmal ganz kurz einen Forschercomputer, Leute. So, mit diesem Forschercomputer. Da können wir jetzt, glaube ich... Kann ich da jetzt irgendwas machen? Alles ist hier so ein bisschen geupgradet. Man kann schon sehen, Computer ist 33%. Geld pro Kill kriegen wir 30. Aber wir haben noch nicht wirklich viel gemacht, was Juwelen und so noch angeht. Deswegen komm, wir gucken nochmal ganz kurz, was wir mit Juwelen kaufen können. 160 haben wir ja noch. Wir können zum Beispiel noch einmal ein Erzlager kaufen. Oder Löwenhaustier, Ninja, Springtank. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal ein Erzlager. So, also ich habe jetzt mal ein Erzlager gekauft. Ihr könnt ja schon sehen, das ist diese kleine Kiste hier. Und da können wir jetzt unsere Erze drin lagern. Und mein Klon, ey, die killen ja die ganzen Leute hier. Das ist ja voll verrückt. Okay, pass auf, wir bauen jetzt mal ein bisschen weiter. Haltbarkeit Level 3. Dann noch einmal die Wände upgraden, Freunde. Ihr seht es schon, jetzt haben wir eine höhere Wände. Und ein Zenwood Katana-Schwert, Leute. Und nochmal hier eine klassische Spitzhacke, damit wir ein bisschen schneller werden. Und Festplattenforschung. Also wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, haben wir jetzt hier so eine Festplattenforschung. Das ist, glaube ich, das hier. Und Computer ist jetzt hier, seht ihr schon, 66%. Und wir kriegen jetzt sogar schon $40 pro Kill. Und wir können theoretisch auch jetzt selber in den Kampfmodus gehen. So, wir sind jetzt hier im Kampfmodus drin. Und können jetzt hier zum Beispiel mal dieses Katana benutzen. So, Freunde, okay. Und dann haben wir jetzt hier so ein Katana am Start und können jetzt theoretisch auch die anderen Leute angreifen. Und bei meinem ganzen Klon hier die Welt besiegen. So, hier. Los, was wollt ihr von mir? Oh Gott, nee, da vorne sind wir echt doch ein bisschen so viele Leute. Da vorne sind ja so viele Leute am Start. Also, wir kriegen jetzt immer so ein bisschen Geld. Wir haben jetzt $612. Ich will mal ganz kurz gucken, wie wir noch allgemein mehr Geld bekommen. Vielleicht, ach hier, warte mal. Ist das hier meine Schildkröte? Ist das mein Haustier? Und das ist Shelly. Leute, das ist ja Shelly jetzt. Und mit diesem... Ich kann den Namen geben, dann geben wir jetzt mal Schildi. Pass auf, das ist jetzt Schildi, Freunde. Unsere Schildkröte. So. Schildi heißt jetzt, das ist Schildi, Freunde. Und die wird jetzt immer uns verfolgen. Und hier kann ich jetzt irgendwie auch reingehen, oder was kann ich da jetzt mit? Ah, da kommt jetzt noch einer einfach raus. Okay. Und was ist das hier? Die erste Raffinerie. Jetzt kann ich wieder verkaufen, Leute. Jetzt gehen wir wieder 9, ich verkaufe jetzt 9 Stein für 3 Cash jeweils. Okay. Hier kriege ich jetzt keine Ahnung was. Hier ist nochmal eine klassische Spitzhacke. Die kann dann nochmal Stein und sowas abbauen. Also ich könnte zum Beispiel hier hinten hingehen und selber so ein bisschen die Steine abhauen, Leute. Also, guck mal, hier zum Beispiel, jetzt hier kann ich die ganze Zeit so gegenhauen und krieg dafür so Steine. Okay, das Ding ist, meine Klone machen das schon. Das heißt, ich muss jetzt nicht groß Arbeit verrichten. Ich muss eigentlich nur Geld verdienen. Und deswegen kaufen wir jetzt mal wieder ein paar neue Sachen. Ich gehe jetzt hier wieder in den Shop rein, Freunde, und kaufen jetzt mal ganz kurz ein bisschen mehr Geld. Und zwar 20... Und was sind noch hier? Gamepässe? Ja, oh nee, nicht unbedingt. Juwelen kann ich auch noch kaufen. Aber ich kaufe jetzt mal ganz kurz 20.000 Dollar, Freunde. Also $20.000 habe ich jetzt mal eben so gekauft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Damit soll ich auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen hier kaufen können. So, gehe ich jetzt hier mal auf Bauen und kann jetzt hier so einen giganten Terminal kaufen. Und sehe ich den jetzt schon irgendwo hier? So einen riesen Terminal, den ich mir gerade gekauft habe. Da, hier, der Giganten-Terminal. Und bei diesem Giganten-Terminal, da kann ich jetzt diese Power starten und schalte vorübergehend die Klomaschinen aus. Okay, warte mal. Das heißt, jetzt sind die Klomaschinen, glaube ich, gerade aus. Und dieses Giganten-Terminal, Leute, ich bin mal gespannt, was gleich bei 100% passiert, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also, pass auf, wir bauen jetzt mal hier so ein bisschen weiter. Lass mal ganz kurz gucken. Wir bauen jetzt hier nochmal eine Speed Level 1, okay. Haltbarkeit Level 4. Aber Luft-Typ-Klone. Nochmal neue Klone gekauft. Feuer-Typ-Klone. Elektrisch-Typ-Klone. Gift-Typ-Klone und einen Spawnraum, Freunde. So, jetzt hier ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen durchdacht. Hier ein Dach können wir auch nochmal kaufen. Und dann noch einmal so ein Mystic-Typ-Klon und nochmal so ein Speer. Leute, Alter, wie viel habe ich jetzt hier bitte schon gerade gekauft? Also wir können jetzt einmal ganz kurz hier das Ding, das ist grad, hier können wir jetzt öffnen oder halt schließen. Also hier sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen in Sicherheit. Aber wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viele neue Sachen. Und zwar einmal so elektrische Klone, dann mystische, giftige Luft und Feuer. Also ganz, ganz verrückte Klone, Freunde. Und ich glaube, wenn euch dieser Terminal durch ist, dann kommen hier ganz, ganz, ganz heftige Klone und werden uns ganz, ganz viel Geld zu beschaffen, indem sie halt da vorne die ganzen anderen Leute irgendwie besiegen wollen. Also 63% ist auf jeden Fall schon mal diese Power-Dingens. Ich weiß auch gar nicht, was das bringen wird, ne? Ich habe davon noch gar keine Ahnung. Lass mal ganz kurz gucken, was wir hier vorne machen können. Weil Schildi verfolgt uns ja die ganze Zeit. So, Schildi, bleib auf jeden Fall immer hinter mir. Hier können wir zum Beispiel nochmal, genau, das ist allgemein nochmal die Klonmaschine hier. Hier können wir jetzt wieder ein paar Erze verkaufen. Hier haben wir nochmal diese Erzsammlung, die Spitzhacke. Also hier, außer bis jetzt noch nicht Neues, aber ich bin mal gespannt, was uns diese Luft- und mythischen Klone bringen, ne? Die müssen ja theoretisch eigentlich gleich mal kommen und uns dann irgendwie helfen, dass wir... Oh ja, Leute, ihr seht hier schon 98%, 99% und 100%. Und jetzt kann ich den Giganten freilassen? Voll aufgeladen? Okay, Giganten freilassen und... Yo! Leute, und jetzt haben wir, oha, jetzt haben wir so einen Giganten Und der geht jetzt nicht wirklich auf die anderen los, oder? Geht jetzt einfach auf die anderen los, Leute. Guck mal, jetzt haben wir hier so einen riesen Giganten. Und ich glaube, der würde jetzt sich mit den anderen Leuten anlegen. Hey, wie krass ist das denn, Freunde? Also, was haben wir hier noch einmal ganz kurz? Wir haben noch einmal hier diese Spacebar. Hier ist so eine Kasse und da können wir uns ein paar verrückte Tränke kaufen. Also hier ist so der Gift-Shop. Leute, okay, lass mal ganz kurz gucken, was wir uns so kaufen können. Lässt sich höher springen. Ah, okay, das muss man also mit den Ärzten machen. Okay, also das kann ich mir leider noch nicht gerade leisten. Das ist aber kein Problem, Freunde. So, jetzt lass mich hier frei. Ich hänge fest, Leute. Ich musste mich einmal von Schildi verabschieden, Freunde, weil Schildi einfach irgendwie... Das heißt sie wieder Shelly. Hallo, Schildi. So, also Schildi, folgt mir wieder. Die hat mich irgendwie gerade eingesperrt, ich weiß auch nicht warum. Aber ich möchte jetzt gerade mal wissen, was können wir jetzt hier machen? Klomaschine 2 oder bearbeiten? Ah, bearbeiten. Also ich möchte jetzt einmal ganz kurz... einen elektrischen Klon haben. So, das ist 3. Dann möchte ich hier noch einmal einen Feuerklon haben. Und 1 wäre dann einmal so ein mystischer, Freunde. Oha. Und jetzt kommen die, glaube ich, hier alle raus, oder? Kommen jetzt hier diese heftigen Dinger raus, oder passiert hier noch irgendwas? Ich glaube, die können jetzt, glaube ich, gleich richtig heftig werden, oder? Ist der Gigant eigentlich noch am Start? Ne, Freunde, der Gigant ist ja gar nicht mehr am Start. Aber jetzt sollten ja, glaube ich, die heftigen Klone rauskommen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, die sollten auch irgendwas mit Feuer oder sowas sein. Oder? Warte mal, ich gehe nochmal rauf hier. Und das ist Standard. Ach, die machen extra Schaden nach 2 Sekunden. Also, ich kann die, glaube ich, irgendwie... Warte mal, Klone zurücksetzen. Wenn wir eine starke... Okay, pass auf. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt genau so gesetzt wurde. Die sehen mir noch relativ gleich aus. Aber ich kaufe jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar neue Sachen. Und zwar einmal eine Steinspitzhacke. Dann noch einmal ein neues Erzlager. Eine Klonkammerforschung. Ein Klon-Controller. Haltbarkeit Level 5 und Keller ist noch nicht freigeschaltet, Freunde. Dafür müssen wir noch eine Quest erledigen. Komm, erstmal innere Wände auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Ein Haustiergehege für Schildi natürlich, Freunde. Ein futuristisches Flugzeug. Hä? Und eine galaktische Axt. Verstärkte Spitzhacke. Ich würde mal sagen, Tigerhaustier. Okay, Tigerhaustier nehme ich gerne mit. Dann, Leute, sagen wir, glaube ich, mal Tschüss zu Schildi. Sagen Hallo zu Tigi. Würde ich jetzt mal so sagen. So, Tigi. Hallo, Tigi. So, ist jetzt hier am Start, Freunde. Tigi. Und es sind mehr Haustiere im Juwelshop zu kaufen. Okay. Also hier arbeiten die hinten immer noch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, ich möchte jetzt auch mal... Was ist denn? Warte mal ganz kurz. Was ist hier diese Klonkammerforschung, Freunde? Kann ich mit der hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Wir werden, glaube ich, einfach nur so ein bisschen die Klone gemacht. Hier, Juwelenproduktion, Testungslabor. Aber wie kann ich denn am besten meine Juwelen upgraden? Kann ich hier noch irgendwas machen, Leute? Guck mal, elektrisch hat schon 2 Kills, aber Luft und Feuer also ist halt irgendwie noch nicht so am Start. Das sind meine Klonstatistiken. Haltbarkeit, aber Geschwindigkeit ist noch nicht so hoch, Leute. Was ist das hier überhaupt, was ich mir gerade gekauft habe? Ist das dieses Flugzeug, wovon er geredet hat? Ey, yo! Nein! Als ob ich jetzt einfach... Leute, ich kann fliegen! Leute! Und Tigi kommt einfach mit. Ich kann einfach fliegen. Geschwindigkeit noch höher? Geht das? Hallo? Ey! Nein! Und hier... Ah! Hier ist so ein Baby, Leute. So ein Baby, was mich verfolgt. Hilfe! Hilfe! Mich verfolgt so ein Baby. Mit so einem Lichtschwert. Los jetzt! Mach das Baby fertig. Bitte. Also, ich muss einmal... Also, oh, galaktische Axt, Freunde. Okay, pass auf. Das Baby will mich ja nicht aufhören zu verfolgen. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier hin. Hier rein. Und hier sind wir, glaube ich, erstmal sicher. Pass auf, ich gehe nochmal hier hin und guck mal, was wir nochmal im Juwelenshop machen können. Weil ich glaube, wir konnten da ein bisschen noch Juwelen zu kaufen, ne? Einhornnast hier, Fliegwerkzeug, Unsichtbarkeitsumhang. Was? Können wir uns unsichtbar machen, Leute? Bin ich jetzt unsichtbar? Ich bin doch nicht unsichtbar gerade. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum... So bin ich doch gar nicht unsichtbar, Leute. Und ich kann jetzt hier meine Klone kontrollieren. Was? Ich bin ja gerade einfach ein Klon. Hä? Wie cool ist das denn? Okay, raus und kann jetzt noch einen kontrollieren. Komm, der nächste... Leute, ich kann einfach meine Klone kontrollieren, Leute. Wie cool ist das denn? Also ganz, ganz verrückt. Also ich kann starte Klone zu laden. Okay. Dann noch einmal Fahrzeuge regenerieren. Okay. Und dann können wir, glaube ich, hier vorne nochmal ein paar neue Sachen kaufen. Das war jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar bei Bauen können wir jetzt mal ganz kurz unsere Basis ein bisschen erweitern. Und zwar einmal hier innerer Balkon. Ja, kann man machen. Sieht nicht schlecht aus. Dann noch einmal innerer Balkon Part 2. Okay, eine Vordertreppe, Leute, finde ich auch sehr gut. Innere Lichter, Hintertreppe, Tisch und PC, so ein Chemielabor. Einen dritten Stock können wir auch nochmal starten, oha. Alter, was wir uns alles hier kaufen können, Leute. Eine Juwelenkapselforschung, okay, dritten Stock beenden. Yo, und dann kann ich mir, glaube ich, noch mehr so ein Juwelenlagerforschung kaufen, Leiter. Und was kann ich mir noch alles hier kaufen, Freunde? Alter Schwede, Mann, ich kann mir richtig Charakter-Selektor, okay. Ich kann mir richtig viel kaufen, Freunde. Ich guck mal gerade ganz kurz. Und zwar kann ich mir noch einen Helikopter nicht kaufen. Aber ich würde mal sagen, ich kaufe noch einmal eine Energiekernforschung. Okay, Energiekernforschung sollte eigentlich ganz gut sein. Und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein paar neue Sachen gekauft. Alter, ist das hier weit geworden. Jetzt haben wir noch so einen PC, können richtig cool dran sitzen, Leute. Dann kann ich mir, glaube ich, hier oben in der zweiten Etage, kann ich mir, glaube ich, noch, ja, da, guck mal. Ich kann jetzt theoretisch hier bald noch unseren Charakter noch höher leveln. Hier vorne ist nochmal so ein kleines Labor, so ein Chemielabor. Der wird schon seine Arbeit, glaube ich, ganz gut verrichten. Hier können wir nochmal mit der Leiter hochgehen, Freunde. Sehr, sehr gut. Und hier oben ist noch die Dachbedienheit. Die ist aber gerade leider geschlossen. Also, da sind wir leider noch nicht so weit, ne? Aber das sieht auf jeden Fall alles schon mal richtig, richtig heftig aus, Freunde. Das ist halt echt mega, mega cool. Kann ich jetzt gerade noch irgendwas machen? Ich glaube, ich habe gleich schon kein Geld mehr, oder? Hier hängen unsere ganzen Klone einfach irgendwie fest. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wenn ich jetzt hier nochmal ganz kurz reingehe und was kaufen möchte, habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel Geld. Ich kann noch was für $400 kaufen, einen Eistuhl, okay. Aber das war's dann auch, Freunde. Jetzt habe ich gerade gar kein Geld mehr, leider. Und der Eistuhl, der wäre dann hier. Können wir uns hier, glaube ich, reinsetzen, oder? Ja. Okay, doke, Freunde. Wir müssen jetzt irgendwie probieren, dieser Schlange zu entkommen. Und die wird natürlich hier irgendwie rumschleiden. Ich weiß halt gerade nicht, wo sie sein wird, Leute. Also das Ding ist, wir müssen jetzt hier probieren, auf jeden Fall aus diesem Haus auszubrechen. Wir können auch hier die ganze Zeit ein bisschen Münzen sammeln. Ich sehe gerade, wenn wir 10 Münzen gesammelt haben, kriegen wir anscheinend sogar irgendwas. Also eine fehlt uns noch jetzt hier. Nachdem wir die eingesammelt haben. Oh, hier ist ein gelber Schlüssel, Leute. Wir haben einen oranger Schlüssel. Okay, oh, die Schlange ist da. Nein. Hier geht die Tür. Nein, die Schlange ist da. Oh, die ist da, Leute. Okay. Okay, wir müssen jetzt irgendwie wegrennen. Ich laufe jetzt. Ah! Okay, die Schlange ist direkt hinter mir, Freunde. Oh, sie geht weg, oder? Okay, sie geht, glaube ich, gerade weg. Ich glaube, sie wird aber noch ein bisschen... Wo ist sie? Wo ist sie, Leute? Die muss hier irgendwo sein, sonst wäre das ja gar nicht aufgetaucht, ne? Also, wie mache ich jetzt anscheinend die orange Tür auf? Oh, oh mein Gott, da ist die Schlange, Freunde. Okay, also. Schnell, lass uns mal ganz kurz gucken. Okay, da ist die Schlange immer noch. Also, wir müssen jetzt irgendwie... Oh, sie verfolgt ihn. Okay, wir müssen jetzt irgendwie die orange Tür aufbekommen. Ich frage mich jetzt gerade nur, wie wir es am besten machen. Da ist auf jeden Fall der Ausgang. So, hier ist auf jeden Fall kein Ausgang. Oh, wir können hier noch... Ah, aber brauchen wir aber eine Axt. Okay, hier können wir anscheinend auch durchgehen oder was? Können wir hier durchgehen, Freunde? Ich weiß gerade gar nicht. Anscheinend nicht. Okay, dann müssen wir mal... Ist das eine Falle? Ich habe da vorne eine Falle gelegt, ne? Wir müssen nach oben... Oh nein, ich bin in eine Falle getreten. Ich habe das gar nicht gesehen, Freunde. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Okay. Oh Gott, die Schlange ist hinter mir. Okay, also das Ding ist, die Schlange hätte uns quasi bekommen. Kann ich hier nicht durchgehen irgendwie? Okay, pass auf. Können wir aber hier rüber springen, oder? Ne, können wir auch nicht. Also wo ist jetzt hier? Oh Gott, die ist direkt hinter mir. Okay, wir müssen schnell laufen, Freunde. So, machen wir mal ganz kurz hier die Tür irgendwie zu. Oh, er ist in der Falle. Oh nein, er wird gefressen. Oh, ich muss es alleine machen, glaube ich. Okay, der wird jetzt leider gerade gefressen, Freunde. So, hier sind auf jeden Fall schon ein paar Türen auf. Hier ist eine grüne Tür. Okay, also hier ist auf jeden Fall schon mal... Okay, hier ist eine rosane Tür. Oh, oh, ich habe sie so ausgetrickst, Leute. Oh, die ist direkt hinter mir. Hilfe. Hm. Er hat eine Falle hingelegt. Hat er nicht gemacht, Leute. Oh mein Gott, er hat uns geholt. Ich glaub's da nicht. Okay, wir probieren es nochmal. Vielleicht finden wir diesmal die Tür. Okay, doke, Freunde. Neuer Versuch jetzt auf jeden Fall hier. Wir müssen mal ganz kurz die Tür aufbekommen. Hallo? So. Okay, oh, ganz viele Coins hier, ganz wichtig. So, ich frage... Ah, hier war die gelbe Tür. Okay, warte mal, dann muss ich jetzt... Oh, da ist noch eine gelbe Tür. Wir müssen jetzt am besten hier so ein paar Schlüssel finden, Freunde. Und ganz schön riskant, was ich jetzt, glaube ich, mache. Ich weiß nämlich nicht, wo die... Schlange spawnt. Ob die halt aufwacht oder sowas, da bin ich mir halt nicht so sicher, ne? Ist die vielleicht da drin? Hallo? Ja, aber ich kann nicht runterspringen im Notfall. Das ist ganz gut zu wissen. Okay, hier sind die Türen anscheinend auch noch nicht auf. Das heißt, draußen oder so müsste... Oder kann ich hier auch in Schubladen gucken? Ne, okay, also ich kann auf jeden Fall auch nicht in Schubladen gucken. Also, irgendwo... Warte mal, vielleicht hier? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Liegt hier irgendwo ein Schlüssel oder sowas? Hab ich irgendwas übersehen, Freunde? Also im Haus sieht auf jeden Fall nichts. Ich denke mal, dann wird vielleicht irgendwo... Ah! Okay, sie ist gespawnt, Leute. Die ist gespawnt. Okay, also ist sie noch da? Oder okay, die steht da noch. Oh, hier ist TNT. Oh, da ist der gelbe Schlüssel und direkt der pinke Schlüssel. Und oh Gott, da liegen ganz viele Schlüssel. Okay, pass auf, während die Schlange gerade noch nicht aus dem Loch rauskommt, machen wir schon mal hier ein bisschen... die Türen auf. Das heißt, hier, zack, die Tür. Oh nein, die steht da immer noch, Freunde. Und hier ist sogar so ein blauer Schlüssel jetzt. Ich glaube, ich brauche Warte mal, ich glaube, brauche ich den blauen Schlüssel für irgendwo? So, mal ganz kurz hier aufmachen. Ich glaube, der blaue Schlüssel, also warte mal, der gelbe Schlüssel war darauf für oben, oder nicht? Oder war der blaue Schlüssel gerade für irgendwo? War der blaue Schlüssel hier? Ja! Okay, sehr gut, Freunde. Das war wichtig. Okay, jetzt haben wir schon mal das Schlafzimmer. Und hier ist auch ein Safe. Den Safe kriegen wir natürlich gerade nicht einfach so auf. Und hier brauchen wir jetzt... Oh, hier brauchen wir jetzt wieder den lilanen Schlüssel, Leute. Und ich habe jetzt hier auch einen weißen Schlüssel ergattert. Ich frage mich nur... Okay, hier können wir runterspringen, ne? Oh, ich höre die Schlange. Die Frage ist jetzt gerade, wo kann ich jetzt hier den weißen Schlüssel gebrauchen? Also, ich gucke mal ganz kurz nach unten, damit wir auf jeden Fall auch entkommen können. So, die Schlange ist nämlich immer noch nach vorne, nicht am Rauskommen. Hier liegt auf jeden Fall... Oh, hier liegt einer. Was ist das denn für einer? Der Safe Key. Okay, warte mal. Ich nehme mal ganz kurz den pinken Schlüssel mit nach oben. Weil der pinke Schlüssel öffnet ja diese eine Tür. Und diesen Safe Key brauchen wir auch, weil damit machen wir auf jeden Fall auch den Safe auf, Leute. So, das heißt, hier müssen wir jetzt einmal ganz kurz die pinke Tür aufmachen. Und ich denke mal, jetzt werden wir auch da hier die blaue Tür oder so gebrauchen können, ne? Oha. In welchem luxuriösen Badezimmer sind wir denn hier gelandet, Freunde? Ha, das ist ja richtig, richtig krass. Okay, warte mal, ich habe jetzt hier so einen grünen Schlüssel. Der grüne Schlüssel ist, glaube ich, für, genau, für hier. So, das heißt, hier die Tür ist jetzt auch auf und jetzt brauche ich, glaube ich, hier... Oh, hier ist eine Axt! Okay, das heißt, wir machen das Ganze jetzt sogar hier schon fast alleine, ne? Ha, nein. Oh, die hängt da immer noch. Okay, ich dachte gerade, Freunde. So, warte mal. Wir haben jetzt hier diese Axt und mit dieser Axt könnten wir jetzt, glaube ich, gleich... Brauchen wir auch gleich noch den weißen Schlüssel, kann das angehen? Okay, also wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch hier einmal, ich glaube, war das der pinke Schlüssel oder so? Gucken wir mal ganz kurz, verdammt, es war der pinke Schlüssel. Okay, also hier auf jeden Fall schon mal die Bretter abhauen, Freunde. Okay, jetzt brauchen wir nur diesen pinken Schlüssel, das heißt, wir müssen jetzt hier ganz kurz wieder ins Haus reingehen. Oh nein, die steht da immer noch, Freunde, wir müssen da aufpassen. Okay. Die kommen anscheinend nicht raus und die hängt da irgendwie im Loch fest oder sowas. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach oben. Ich würde sagen, in der Zeit, wo wir nach oben gehen, schnappe ich mir noch einmal den Safe Key. Und zwar den hier vorne. Weil mit dem, Leute, können wir das jetzt so machen, dass ich den Safe öffne. Und dann kann ich direkt gleich oben nochmal den pinken Schlüssel holen, den ich ja auf jeden Fall brauche. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rein. Und dann, hier, warte mal, öffnen wir mal ganz kurz den Safe. So. Und... Ha. Oh, wir können damit einmal ganz kurz die... Oh, das ist wichtig, Freunde. Wir können die damit nämlich einfach stunnen. Okay, wo war... Ah, hier war jetzt der Pinkschlüssel. Okay, das heißt, hier ist auf jeden Fall jetzt so ein Schlangenspray oder sowas. Ist auf jeden Fall ganz wichtig. So, jetzt hier. Vorsichtig. Okay, pinker Schlüssel war nochmal für... Genau, für den Keller. Wir müssen noch 3 Minuten 45. Also die Zeit wird langsam... Oh, was jetzt? Die bewegt sich jetzt. Die ist freigekommen, Leute. Die Zeit wird jetzt langsam knapp. Und ich muss jetzt ganz kurz hier mal frei machen und dann rein hier ins Basement. So, Freunde, und wir müssen jetzt aufpassen, ne? Die Schlange ist jetzt hier am Bewegen. Wir müssen jetzt schon mal das TNT, was sehr, sehr gut ist. Kann ich hier irgendwie hinkommen oder so? Nee, das heißt, wenn die jetzt hier runterkommen würde... Okay, also, Freunde, ich würde jetzt sagen, wir jagen jetzt mal ganz kurz da vorne die Felsen hoch. So, aus dem Weg jetzt hier einmal. So, und... Kaboom, kaboom, kaboom! Boom! Oh, was? Das, warte mal. Brauchen wir, oh, wir brauchen die Axt. Nein, wo war nochmal die Axt, Freunde? Die Axt ist, glaube ich, wieder, die lag hier unten, ne? Ja, hier unten liegt die Axt und auch noch der weiße Schlüssel. Das heißt, wir können mit dem, nein, die Schlange ist da. Okay, hat sie mich gesehen? Ich glaube, sie hat mich gesehen, Freunde. Okay, wir haben noch 2 Minuten, 52 Minuten kommen. Jetzt ist die Schlange natürlich gerade aktiv. Das ist natürlich gerade sehr, sehr blöd. So, wir müssen jetzt einmal ganz kurz hier... gegenhauen. Okay, jetzt müssen wir nur noch quasi den weißen Schlüssel benutzen. Und ich denke mal... Oh nein, die Schlange ist glaube ich direkt da, oder? Leute. Oh nein. Da vorne ist... da steht sie, Leute. Okay, ich nehme jetzt den weißen Schlüssel. Ah. Guck mal, da ist sie, Freunde. Sie sieht mich auch gar nicht. Habe ich... Okay, ich habe auch 10 von 10 Schlüssel. Ich würde sagen... Ich gucke mal, ob ich hier noch was verpasst habe. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube... Oh Gott, die steht da immer noch. Ich glaube, damit sollten wir es schaffen, Leute. Komm, wir öffnen die Tore und entkommen dem Schlangenschloss. Yeah! Boah, das war so knapp. Ich sag's dir, ne? Wir sind fast raufgegangen, Bob. Ich sag's dir, ne? Aber warte mal eine ganz kurze Minute. Nein! Die Schlange war da. Direkt mit uns im Auto, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, Freunde, okay. Wir müssen heute unbedingt vor Opa abhauen und seine Zähne sehen auch allgemein auch nicht mehr so gut aus. Also ich hoffe, dass er uns heute nicht essen wird, Leute. Also wenn ihr davon auf jeden Fall mehr sehen wollt, haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button, würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und abonniert diesen Kanal, Leute. Es haben nämlich 80% von euch noch gar nicht abonniert, deswegen tut mir den Gefallen. Drückt auf den Abo-Button, Freunde. Und jetzt halt auf jeden Fall hier. Er sagt hier, Opa ist auf jeden Fall verrückt geworden, genauso wie seine Frau. Jetzt müssen wir ganz schnell hier raus, Leute. Also ganz, ganz schnell hier über diesen... Oh mein Gott, über diesen Teppich hier. der einfach komplett so Hubbel hat. So ein Sprung und noch ein Sprung und noch ein Sprung. Und, hier ist einfach Opas Dingens, Leute. Hier ist einfach von Opa der Schrank. Und was ist denn hier los, Leute? Was sagt er jetzt hier noch? Opa hat hier die ganze Zeit Müll gesammelt in seinem Zuhause. Vielleicht finden wir irgendwo ein Loch, wo wir durch können. Ey, was? Opa? Ey, räum doch mal die Wohnung auf, ey. Guckt euch das mal an. Da sind einfach... Guck mal hier, Leute. Hier ist einfach... Hier sind noch die Federn aus dem Wagen raus. Und ist hier irgendwo vielleicht ein Loch? Können wir es von unten sehen? Hier vielleicht drin? Können wir hier rein? Nee. Voll so ein riesen Müllberg. Guck mal, hier ist noch so ein Holzband. Was? Ey, wir haben, glaube ich, das Loch gefunden, Leute. Oh, was? Wo sind denn wir jetzt? Okay. Oh nein, Opa hat den Ofen bzw. den Herd angelassen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wo wir jetzt langlaufen. Wo sollen wir denn jetzt am besten? Ich glaube, wir müssen hier rauf. Die Induktionsplatte ist hier nicht an. Dann auf den und vorsichtig außenrum, Leute. Bloß nicht reinfallen in das kochende Wasser. So. Und springen. Oh, sehr gut. Und jetzt haben wir hier... Oh, Leute, hier sind einfach so Tabasco und Senf. Oh nee, das ist eine Weinflasche. So, pass auf. Oh, jetzt einfach mal... Hier ist ein Kuchen von Opa. Der ist einfach so einen richtig leckeren Kuchen, Leute. Da können wir sogar raufgehen und können uns hier, glaube ich, die Kirsche schnappen, oder? Können wir uns die Kirsche schnappen? Nee, können wir leider nicht. Aber egal. So, vorsichtig. Wir dürfen auf jeden Fall nicht das Messer berühren. Das Messer ist nämlich richtig, richtig scharf, Leute. Ja, das dürfen wir auf gar keinen Fall jetzt hier berühren. So, vorsichtig und letzter Sprung, ja. Oh nein. Hier nochmal ganz kurz so auf den Teller hier raufgehen. Dann Sprung und an der Seite vorsichtig. Ganz vorsichtig und ja. Nächster Checkpoint. Er hat auch einfach das Wasser laufen lassen, Leute, wo er die Teller wäscht. Und da sind einfach so Babyenten noch drin. Und hier unten ist schon das Wasser rausgelaufen. Ey, das ganze Haus wird doch locker irgendwie in Flammen aufgehen. Wir müssen allgemein ja so schnell raus. Ich meine, er verfolgt uns ja auch. Er ist zum Glück sehr langsam, Freunde. Aber trotzdem wird, glaube ich, dieses ganze Haus hier irgendwann in die Luft springen. So, hier nochmal auf die Quietscheente rauf. So, ein Sprung, noch ein Sprung. Und ja, das Messer, Leute, sollten wir, glaube ich, nicht berühren. Ey, das war mega, mega knapp. So, jetzt haben wir hier noch ein paar andere Weinflaschen, hier noch Kartons. Jetzt können wir hier sogar noch reingehen und mal gucken, ob jetzt Opa noch irgendwas hat. Bingo? Ach, Opa hat einfach Bingo gespielt. Leute, wir müssen jetzt hier auf diese Bingo-Bälle raufspringen. So, und Anlauf nehmen. Und Sprung! Wow. Okay, das war auf jeden Fall mega knapp. So, jetzt hier noch auf das N raufspringen. Jetzt noch auf das G. Und noch auf das O von Bingo, Leute. Und das bedeutet Bingo, Bingo, Bingo. So, weiter geht's. Hier haben wir noch allgemein noch die Bücher, die Opa gelesen hat. Aber hier schnell in den nächsten Raum. Hier haben wir einfach mal Opas geheime Männerhütte, Leute. Oh nein, er sagt hier, das sieht aus, als wäre das irgendwie... Hier, ja, er sagt dir, das ist eine Sackgasse, Leute. Können wir jetzt nicht irgendwie raus oder so? Vielleicht eine geheime Tür oder so finden? Ist vielleicht im Fernsehen eine geheime Tür drin? Vielleicht hier irgendwie in einem Sessel, irgendwie in einem Schrank? Vielleicht nein. Hier vielleicht bei dem Sessel, Leute? Ist hier vielleicht irgendwie eine geheime Tür irgendwo? Nein, ich komme nicht mehr raus. Hey, warte mal, ist hier irgendwo eine geheime Tür, Leute? Hier oben vielleicht? Wenn wir hier durchgehen, auch nicht. Müssen wir denn hier zurückgehen oder so? Hä? Opa, wo muss ich lang? Vielleicht sollten wir auch einfach hier so ein bisschen rumklicken und hier vielleicht noch einen geheimen Raum zu finden. Also ich sehe auf jeden Fall gerade nichts irgendwie. Nee, hier noch eine so ein Farbeimer. Aber Leute, wo kommen wir jetzt hier am besten raus? Oh, Leute, ich musste auf diese... Ah, ich habe den geheimen Raum gefunden. Wir müssen hier auf diese Bücher klicken, Leute, so. Und dann verschiebt sich der Sessel einfach. Ach, das hier ist jetzt auch wirklich der geheime Raum von Opa. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier, Leute? Wir sind einfach... in einem Erdkern, was? Und wir müssen auf jeden Fall hier raus, bevor wir hier getoastet werden. Guck mal, wenn wir hier nämlich die Lava berühren. Gut, die jetzt auf jeden Fall nicht, aber hier die Lava berühren, das sieht man schon. Das werden wir dann auf jeden Fall nicht überleben. Okay, das heißt, ja, mit Vorsicht ist geboten hier auf jeden Fall. Und Sprung. Oh, oh, ey, wie knapp. Wir sind einfach hier auf die Kante geflogen, Leute. So, jetzt nächster Sprung hier. Und bloß, bloß keine Lava berühren. Ganz, ganz vorsichtig. Ey, was geht denn bitte schon bei einem Opa ab? Der hat ja mal richtig, richtig verrückte Sachen. Und komm, wir müssen leider den hier nehmen als kleine Sprungbarrikade. Und noch ein Sprung. Ja, so. Und Checkpoint, Freunde. Sehr gut. Und wir müssen auf jeden Fall hier durch die verlorenen Tunnel hier, Leute. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt am besten lang geht. Hier vielleicht links. Ne, von da sind wir gekommen. Denn hier ist auch eine Sackgasse. Wenn wir vielleicht hier ganz links gehen, ist auch eine Sackgasse, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang nochmal. So, hier links vielleicht. Oh, Leute, ich glaube, hier sind wir, glaube ich, richtig, oder? Können wir hier durchgehen? Ja, Leute, ich habe den Ausgang gefunden. Sehr, sehr gut. Und oh, Einfach von Opa die Pfeifen, Leute, die er immer geraucht hat. Sag mal, Leute, Rauchen ist auf jeden Fall nicht gut, kann ich euch nicht empfehlen. Und vor allem Pfeifen, auf gar keinen Fall. Aber hier, der hat auf jeden Fall davon ganz, ganz viel geraucht. So, und jetzt Sprung über die nächsten rüber und Sprung. Und nochmal der nächste Sprung. Und Opa sagt hier, Leute, links oder rechts? Ich sag, wir gehen rechts. Okay, rechts vielleicht. Ist das gut? Was ist links, Leute? Was ist hier links? Können wir hier links? Ach, komm mal, hier links können wir gar nicht durch. Dann haben wir sogar den richtigen Weg gewählt. So. Oh nein, oh mein Gott. Er hätte auf jeden Fall noch seine ganzen Bücher hier rumliegen. Bloß die Bücher nicht berühren. Und jetzt Sprung heißt es. Und nächsten Sprung. Und nächsten Sprung hier. Immer im Slalom, Freunde. Immer hin und her. So, und noch ein Sprung und Checkpoint. Ja, haha. Und was? Wir müssen jetzt hier durch und... Leute, oh mein Gott, einfach Lava. Der Boden ist Lava, Leute. Also auf jeden Fall ganz, ganz vorsichtig. Hier haben wir auf jeden Fall diesen Domino King, der uns immer so ein paar Einweisungen gibt. Und jetzt heißt es hier, vorsichtig, Leute. Wir dürfen auf gar keinen Fall den Boden berühren. Vielleicht schaffen wir heute sogar die Obby, ohne einmal drauf zu gehen. Das wäre echt mega. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, oder, Leute? So, aber ich darf jetzt auch nicht hier vorsichtig irgendwie drauf ankommen lassen. So, Lava haben wir auf jeden Fall geschafft. Hä? Hört ihr das? Leute, ist hier... Was? Hier sind die ganzen Kuckucksuhren von Opa, Leute. Aha. Oh nein. Okay, warte mal, wir müssen vorsichtig sein. Wenn die es reinzieht, laufen. So, und warten auf die Kuckucksuhr. Okay, es schlägt zur Stunde, Leute. Und laufen hier schnell. Und laufen. Und laufen schnell, ja. Okay, ist hier hinter irgendwas? Nee. Okay, durch, auf jeden Fall hier durch die Tür, Leute. Jetzt haben wir von Opa einfach die ganzen Sägen. Oh, das ist auf jeden Fall mega, mega schwer. Und hier ist auf jeden Fall Opa ganz, ganz groß, Leute. Er ist auf jeden Fall, bevor er verrückt geworden ist, ganz schön handwerklich geworden. Also, warte, können wir hier raufgehen? Ja, wir können... Nein! Es hat mich erwischt. Ich durfte da nicht raufgehen, Leute. Oh nein, okay, also wir dürfen jetzt... Ja, die Sägen nicht berühren. Ein Sprung und noch ein Sprung und noch ein Sprung. Oh, so schnell in einem Durchlauf. Oh, ich habe einfach die ganzen Sägen übersprungen, Leute. Und jetzt kommen wir noch auf jeden Fall noch Muttern und Nägel, Leute. Und allgemein noch so Schrauben. So hier. Oh, nein. Ich hab's eben gesagt, Leute. Und jetzt bin ich einfach zweimal hintereinander draufgegangen. Also vorsichtig, Sprung und noch ein Sprung und noch ein Sprung. Und hier sieht es sogar noch ein Hammer. Oh, nein, Leute, Opa hat uns einfach gegessen. Das wollte ich gar nicht. Und jetzt sind wir einfach bei Opa drin und die Zähne von Opa sehen auf jeden Fall überhaupt nicht lecker aus, Leute. Und das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall jetzt rein und hoffen, dass Opa nicht rülpsen muss. Weil wenn er rülpsen muss, dann fliegen wir auf jeden Fall raus. Oh, einfach hier durch den Darm von Opa, Leute. Hier sieht man schon, hier ist auf jeden Fall irgendwie der Dick- oder der Dünndarm. Hier ein paar Rippen noch am Start. Auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig hier durch, Leute. Also wir müssen auf jeden Fall hier mega, mega vorsichtig durch. Das haben wir... Was haben wir hier noch alles am Start, Leute? Oh, hier ist die DNA, Leute. Hier ist einfach die DNA von Opa. Okay, warte mal. Sprung. So, mitnehmen. Okay, nächster Sprung. Hier vorsichtig. Okay, noch ein Sprung, Leute, oh mein Gott, ey, wir sind auf jeden Fall hier irgendwo bei Opa drin, in dem Magen oder so, irgendwie in der DNA oder wo sind wir hier überhaupt gerade? Ich weiß es gerade überhaupt nicht, aber komm, nächster Checkpoint ist auf jeden Fall gesetzt und, hä, was ist das? Oh Gott, okay, warte mal ganz kurz, so, wenn das Ding hochgeht, laufen, so, und wenn das hochgeht, laufen, Leute, und laufen, das war auf jeden Fall mega, mega knapp und, Opa, das war auf jeden Fall seine letzte Mahlzeit, die er gegessen hat. Weil danach, Leute, kommt er auf jeden Fall ins Gefängnis. Der hat uns nämlich einfach gegessen. Das gibt's doch nicht, ey. So, jetzt hier, vorsichtig, auf noch diesen Muffin drauf, auf den Burger, auf noch dieses eklige Sandwich, Leute. Bäh, ey, Opa, also wenn du das nicht wirklich nochmal ausspuckst, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht, was bei deiner Dings abgeht. Und nein, Leute, wir werden, glaube ich, schon wieder ausgekackt. Oh, ich weiß nicht, ob ich da lang gehen möchte. Wir hatten das bis jetzt auch bei der Mutter und auch bei der Oma, Leute. Und sogar bei dem Baby. Also, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, checkt die auf jeden Fall aus. Die sind auf jeden Fall mega, mega sehenswert. Aber jetzt müssen wir hier durchs Opas Darm durch. Und nein, ich wusste es. Ich schaff's jedes Mal nicht beim ersten Mal, Leute. So, und Sprung. Okay, und oh, Sprung. Und oh, Laufen, Sprung. Und oh, wir haben's geschafft, Leute. Wir haben nur eine Kackwurst berührt. Und mehr nicht. Also schnell raus hier so. Jetzt werden wir, glaube ich, ausgekackt, oder? Leute, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Regenbogensprünge. Und bei diesen Regenbogensprüngen müssen wir auf jeden Fall echt mega, mega vorsichtig sein. Also da dürfen wir auf jeden Fall auch nichts berühren. Wir sind ja wirklich gerade im Endstadium so. Ein Sprung, noch ein Sprung, noch ein Sprung. Oh, Alter, einfach, guck mal, Leute, seit wann ist überhaupt Orange im Regenbogen drin? Weiß ich auch nicht. So, jetzt hier noch Rot, Gelb. Und was ist jetzt, Leute? Ist hier jetzt irgendwo Opa gelandet, Leute? Wo ist Opa jetzt? Hier sind ein paar andere YouTuber. Aber Opa ist jetzt gar nicht hier mehr. Hä? Yo, Kaspar! Was machst du denn hier? Oh, Broxo, schön dich zu sehen hier, sag mal. Du, ich wollte hier ein bisschen einkaufen. Hier gibt's ganz coole Sachen, die du kaufen kannst, ne? Stimmt, ich sehe es gerade. So Taschenlampen, Medikits, Taschenlampen, so. Teddybären. Lass mal gucken, was sie hier vorne noch hat. Die hat nämlich noch so richtig krasse Waffen und so, was hier vorne unterm Tresen versteckt. Unterm Tresen? Oha, okay, ich bin gespannt. Oh, stimmt, du hast recht. Guck mal, hier eine Taschenlampe. Warte mal, die kaufe ich mir hier. Was ist das denn? Ein dunkles Schwert? Was? Das kaufe ich. Ah, da hier. Das kaufe ich mir jetzt. Okay. Das sieht voll krass aus. Wozu brauchen wir das alles, Kaspar? Pass auf, ich würde sagen, wir gehen hier mal in den Bus rein und dann erzähle ich dir mehr, okay? Okay, gut, dann lass mal reingehen hier. Oh, jetzt sind wir auf so einem Trip gleich, oder was? Let's go, anscheinend. Ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Yippie. Guck mal, wo wir gelandet sind, Kaspar. Was ist das? Das ist irgendwie so eine Spielhalle oder sowas, ne? Irgendwie genau, so eine, das ist, glaube ich, das Arcade-Paradies. Arcade-Paradies, so heißt das, stimmt. Cool. Meinst du, da können wir so Spiele spielen wie Pac-Man und so? Ich glaube schon, ja. Oh, das wäre richtig cool. Ich will spielen jetzt. Okay, lass mal gucken hier. So, was? Guck mal, hier brauchst du so Tickets. Guck mal. Ah, die kosten aber 10. Die kosten immer $10 oder was? Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen spielen. Und hier kannst du dir auch... Hier. Hier oh mein Gott, ey, er steht mir im Weg. Du kannst dir hier Eiscreme kaufen. Ja, toll, okay, er steht mir im Weg. Ich habe gerade gekauft. Ich gehe erstmal spielen hier. Ey, Mann, ich habe gerade was gekauft und dann stand mir im Weg. Ich habe nichts gesehen. Wie, was hast du gekauft? Ja, hier kannst du rangehen und spielen. Ey, wie geht das denn? Ja, toll, jetzt habe ich nicht genug Tickets. Ich mach. Runter und... Ja! Ich habe ein Einhorn! Ja, ich habe auch ein Einhorn. Guck mal! Und ich habe auch ein Kaugummi. Guck mal hier, ich esse das jetzt gerade. Ich will noch mehr hier sammeln. Warte mal, was kann man denn noch so hier holen? Oh, guck mal, man kann ja auch so ein paar Essenssachen und sowas kaufen, Kaspar. Ach, da kannst du dir Tickets holen, oder was? Anscheinend, ja, für so $10 immer. Aber wie kriegt man denn Geld? Gute Frage eigentlich, ne? Wir haben nicht genug Tickets. Ich auch noch nicht gesehen. Ist irgendwo ein Geldautomaten oder so? Hier bei dem? Oh, der muss anscheinend unbedingt auf Toilette. Aber irgendwer ist anscheinend... Oh, die haben gar kein Toilettenpapier, sagt er. Oh, okay. Okay, lass mal raufgehen. Vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen noch was finden oder sowas. Ja, er sagt, wir sollen Toilettenpapier finden. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, okay, dann lass mal gucken. Vielleicht gibt er uns dafür Geld, dass wir da was finden. Also, ich das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber wir haben auch nur 8 Sekunden Zeit. Und ich sehe kein Toilettenpapier. Okay, ja, ich sehe hier auch gar nichts. Aber alle am Zocken hier, ne? Die ganzen... Sind alle am Zocken hier. Okay, so. Hier ist auf jeden Fall nirgends so Toilettenpapier. Oh, guck mal, der da hinten, der sagt, dass er auf jeden Fall richtig schlecht ist in dem Spiel. Hier, Charlie sagt das, ne? Oh, das Spiel ist Bombe. Welches Spiel spielt er denn? Hier, oder was? Hier, der hier an dem grünen Automaten spielt er hier. Guck mal hier. Okay, also er sagt, wir sollen anscheinend eine Challenge machen, ne? Okay. Ja. Aber was für eine? Ich glaube, der die meisten Punkte bekommt, gewinnt das Ganze. Ah, das hört sich doch gut an. Er schenkt dem Gewinner einen gratis Hamburger. Ein gratis Hamburger? Mhm. Das hört sich aber dann ganz, ganz verlockend an. Ich klicke auf den Coin. Oh Gott. Okay, wir sollen aufs Geld, auf den Coin drücken. Okay. Oh Gott, was passiert jetzt? Coin! Oh mein Gott, hier! Geldregen! Coin. Ah. Nicht auf die Bombenbox, oder? Nicht auf die Bomben drücken. Nee. Hier. Voll schwer, die Coins zu klicken. Auf jeden, meine Reflexe sind aber gut am Start hier. Bam. Ich treffe sie alle jetzt gerade. Mehr Coins. Ich will auch mehr Coins. Oh nein, 2 verhauen. Nein. Die sind manchmal viel zu schnell. Oh mein Gott. War's das schon? Hast du? Och man. Ich hatte 110 Punkte. 110? Ja. Ich habe 210. Hä? Oh, ich habe einfach mal 100 Punkte mehr als du. Ja, aber es geht gar nicht. Ich habe vielleicht nur 3 oder so verfehlt. Ja, ich habe gewonnen. Was? Guck mal, jetzt kriegst du noch einen gratis Hamburger, oder was? Ich krieg einen gratis Hamburger. Oh, ich habe ihn sogar schon. Guck mal hier. Oh, guck mal, wie lecker der aussieht. Toll, ich bin müde jetzt. Ich will nach Hause. Nein. Jetzt geht's los. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich will nicht mehr. Ach. Charlie. Oh, so. Guck mal hier. Da sind wir doch zu Hause angekommen, oder was? Schon, ja. Ich hab doch gesagt, ich will nach Hause. Hab ich doch gesagt. Ja. Wir sind aber noch bei Charlie. Oh. Hallo alle. Schön, euch alle mal zu sehen. Mein Sohn redet nur über euch. Mein Name ist Mrs. Greenoma. Okay. Was ist denn das für ein Name? Ja. Okay. Können wir hier alle heute Nacht schlafen, oder wie sieht's aus? Das wäre echt cool, wenn das klappt, ne? Und sie sagt ja. Okay. Sehr gut. Danke. Das ist ja sehr korrekt, muss ich sagen, Kaspar. Ja, das ist auf jeden Fall. Wollen wir uns mal hier ein bisschen umgucken? Ich würde sagen, wir gucken uns hier ein bisschen um. Was haben wir hier in so einer Garage? Ist hier noch irgendwas Cooles? Ja, ich glaube, die macht auf jeden Fall Essen, ne, die Mutter. Boah, hier liegt überall Geld rum. Ha. Oh mein Gott, du hast es gar nicht gesehen, oder? Das Geld unterm Auto, hast du es eben gesehen? Das hab ich mir geschnappt. ja, okay. Es war so klar, dass hier was ist. Es war so klar, hinter der Treppe was ist. So, hier noch irgendwo versteckt, ha? Geld? Ja, unter der Treppe, danke für den Hinweis. Ja, und hier auch nochmal. In der Küche ist gut Geld, ne? Habe ich auch das Gefühl. Ja, hier liegt direkt. Kann ich auch gut vorstellen. Hier sind sogar, oh, ich bin sogar schon im Schlafzimmer. Ja, das war auch klar. Nochmal was. Alter, wie viel Geld kann ich denn hier einsammeln? Sag mal, wie viel $? Hast du jetzt schon? 157. Boah, so viel schon. Ich habe gerade mal 127. Okay, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Das ist ja voll wenig. Alter, was für voll wenig. Ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Geld. Liegt ja auch noch mal irgendwo Geld jetzt rum? Liegt hier nichts? Den brauchen wir anscheinend nicht. Oh Gott, nur noch 9 Sekunden. Sag mal, ich gehe jetzt hier noch nach unten schnell in die Küche rein. Oh. Ah! Oh. Ja! Ja, noch ich habe das Geld nochmal geschnappt. Geschafft. Und hier in der Ecke noch. Nein! Okay. Ich habe es aber noch geschafft. Du, ich habe immer noch den Burger, ne? Guck mal hier, habe ich immer noch in der Hand. Ja? Einen leckeren Burger, ja. Aber habe ich eigentlich keinen Keks bekommen? Setz dich mal neben mich. So. Ich hab einen Keks, ne? Du hast einen Keks bekommen? Oh, der hat so gut geschmeckt gerade, ne? Ich hab keinen Keks. Oh, und guck mal, was ich noch habe. Ich hab noch einen Burger. So, Broxo, lass mal ins Bett gehen. Lass mal ins Bett, ich bin voll müde. Muss noch ein Video aufnehmen. Hallo Leute, ich bin schon ganz schön müde, aber wir spielen heute nochmal eine Runde Roblox. Lass uns doch lieber Pizza bestellen, dann können wir vielleicht besser schlafen. Oh, das hört sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Auf Pizza habe ich schon, Bock. Auf was ist deine Lieblingspizza? Oh, Käsepizza. Pepperoni oder Käse? Käsepizza, auf jeden Fall Käsepizza, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, am besten noch mit Mais. Oh, ich sag dir, Mais auf der Pizza. Alter, es gibt ja wohl nichts Besseres als das, oder? Oh, und jetzt guck dir das an. Pass auf, Kaspar. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Uiuiui, die hat ziemlich lecker geschmeckt. Guck mal, was ich auch noch habe, ne? Meine Taschenlampe vom Anfang. Hab ich auch noch. Die werden wir wahrscheinlich gut gebrauchen können oder so. Naja, ich glaube auch. Vielleicht, wenn es hier nachher dunkel wird oder so und ich auf Klo muss, muss ich auch mal was sehen. Ja? Okay. So, ganz leise. Wir müssen uns raus. Wir müssen uns rausschleichen hier unten. Komm mit, komm mit. Ja, ich bin dabei. Mutti darf uns nicht hören. Wir müssen uns echt rausschleichen. Pass auf, da ist sie. Die Schlafwandel, pass auf. Schnell, wir müssen zur Tür. Wir haben noch 2 Sekunden Zeit. Was? Wie? Das schaffen wir ja gar nicht mehr. Kaspar! Nein! Aua! Oh mein Gott, ich muss mir Leben kaufen. So, nichts passiert, nichts passiert, Kaspar. Komm, lass spielen, ich bin süchtig. Ha. Ich muss unbedingt wieder an die Maschine ran, ne? Ich hab echt Bock, weil du gewonnen hast. Diesmal will ich aber gewinnen. Hui, guck mal. Wir sind schon da und hier liegt auch noch Geld auf dem Boden. Das kann ich gut gebrauchen, sag mal. Das Geld nehme ich auch mit. Ich kann mir voll viele Tickets kaufen mittlerweile. Ich habe $187. Ich habe $228. Wie? Wieso hast du so viel Geld? Hat dir dein Gewinn auch nichts gebracht, ne? Oh, guck mal, der kann das aufknacken. Woher kann der das? Ja, wieso kann der sowas? Wieso kann Charlie sowas? Taschenlampe hier, da siehst du besser. Ja, ja, Ehre. Ich mach lieber nicht Taschenlampe, dann sehen die nach... Das werden wir noch erkannt oder sowas. Oh, es gibt eine Hintertür. Ah. Die sollten wir lieber nehmen. Okay, dann lass doch mal die Hintertür nehmen. So, Mädels... Folgt mir. Wir gehen zur... Ja. Oh. Okay, wollen wir was machen? Wollen wir das erste... Wollen wir vorne rein, das Schloss knacken oder hinten rein? Ich würde sagen, wir gehen hinten rein, oder? Hinten rein, oder? Das glaube ich gar nicht mal so blöd. Wenn wir vorne das Schloss knacken, dann sieht es vielleicht noch jemand von der Straße oder so. Weißt das Ding ist, vorne ein Schloss zu knacken, da muss doch locker irgendwo Alarmanlagen drin sein. Ich meine, da ist auch Geld da drin in den Automaten. Ja, also ich sag mal, wenn hinten die Tür auf ist, dann wieso nicht? Weißt du? Hier, das Geld nehmen wir ganz mit. Ah. Oh, das sieht doch gut aus. Nein! Oh nein. Oh, okay, ich dachte gerade schon, das wäre eine Kamera da oben, aber das sieht nicht so aus. Ist auch eine Kamera, aber die funktioniert nur nicht. Ja, aber die, anscheinend ist sie aus, ne? Irgendwie. Oh Gott, ja! Okay. Oh Gott, es ist so dunkel, ich hole jetzt die Taschenlampe raus. Okay, oh Gott, jetzt werde ich, werde mir alles holen. Warte mal, aber kann ich überhaupt spielen? Ich habe kaum noch Tickets, sehe ich gerade. Hast du Tickets? Nee, ich habe nicht Tickets. Oh, er hat Licht angemacht, Ehre. Okay. Und was machen wir jetzt hier dran? An welchem Automat spielen wir jetzt am besten? Guck mal den an. Stimmt, der ist kaputt, ne? Stimmt, oh, da auch. Okay, krass. Warte mal, was meinst du, ist das für ein Automat? Meinst du, der sieht irgendwie besonders aus? Oder kann man irgendwas Besonderes dran spielen? Keine Ahnung, vielleicht ist er einfach nur kaputt oder so gewesen. Guck mal, die hat das auch runtergezogen. Stimmt. Oh, wollt ihr es wirklich anmachen, hier das Teil jetzt? Komm, mach an das Ding, ich will wissen, was das für ein Spiel ist. Oh mein Gott, das ist doch bestimmt irgend so ein Gruselspiel, sonst wäre es doch nicht abgedeckt gewesen. Nein, wahrscheinlich einfach nur war der Automat kaputt oder sowas. Ja, habe ich halt auch gedacht, aber ich sag dir, guck mal, das sieht so aus, als würde der funktionieren, oder? Mit der voll viel Geld. Oh! Hä? Ein Automat! Hä? Guck ihn dir an! Der brennt! Der brennt, ne? Der Automat brennt! Ah! Oh, was passiert? Hä? Hilfe! Was passiert hier gerade? Hilfe! Was ist hier? Broxo! Broxo, was ist hier los? Hä? 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 Wo sind wir? Hallo? Kaspar? Ich sehe dich, aber ich sehe alles ganz weiß. Siehst du das auch? Sind wir im Himmel? Ich sehe auch alles ganz weiß. Sind wir jetzt tot? Ist das so? Ja, vielleicht, oder? Oder wir wurden in eine andere Dimension teleportiert. Oh nein. Hallo, Spieler! Wow, ihr seid insgesamt 5 Stück, das ist ja super. Nein, wo sind wir? Wir sind in einem Videospiel? Wir sind in einem Spiel anscheinend drin, oder? Oh nein. Hallo, lass uns raus. Entspann dich, Charlie. Hä, woher kennt ihr seinen Namen? Ihr seid in der Welt der Spiele. Ich sammle euren Namen ein, damit wir spielen können. Okay, worüber redet ihr überhaupt jetzt hier? Aber vor allem, was soll das für ein Spiel sein oder für ein Automat? Entspannt euch und hört mir zu. Oh. Um hier rauszukommen, müsst ihr alle Spiele bewerkstelligen und auch alle Level erfolgreich meistern. Sonst werdet ihr sterben. Wie viele Level sind das denn überhaupt? Boah, das weiß ich auch nicht ganz genau. 3 Stück meint er eben, glaube ich, ne? Okay, 3 Stück. Okay, okay. Was? Okay, der sagt, guck mal, der sagt hier, dass das voll easy ist, aber das glaube ich nicht. Oh, okay, okay. Wir sollen also sozusagen 3 virtuelle Spiele in echt spielen jetzt, ne? Ja. Wollt ihr wieder zurück in die echte Welt? Ja. Ja. Dann mach das, was ich sage. Okay, Kaspar. Also ich habe verstanden. Okay, okay. Wir müssen jetzt das machen, was er sagt. Und wenn wir es nicht machen, die 3 Spiele müssen wir besiegen. Was passiert jetzt als nächstes? Wie gehen die Spiele jetzt los? Oh Gott, oh Gott. Es kribbelt, wir werden teleportiert und es kribbelt. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Willkommen in eurem ersten Spiel. Was? Oh? Okay, das ist unsere erste Challenge jetzt, oder was? Dungeon Survival. Dungeon Survival. Was? Ich habe eure Daten aufgenommen. So, also wisst ihr, was ihr zu tun habt oder nicht? Viel Glück. Ich gebe euch keine Tipps. Okay, also wir müssen jetzt irgendwie diese Dämons oder so überleben. Das haben wir ja schon mal gespielt, glaube ich. Schon mal gespielt? Ich weiß nicht genau. Ich gehe auf jeden Fall schon mal hier oben rauf. Ja, halt als Arcade. Das ist halt ein Arcade-Spiel, ne? Hörst du das? Oh Gott, wo sind die jetzt? Da ist einer schon. Okay, oh, der kann mir hier oben nichts. Der kann mir hier oben nichts. Hier oben einfach. Ah. Oh, drauf, oh, drauf. Wir müssen auch besiegen. Bam. Oh, oh. Oh. Okay, 2 Dämonen. Oh nein, da kommen noch mehr. Ja, da kommt der nächste. Haben wir nächsten hier hinten. Komm, rauf. Boom. Oh Gott, das ist ja eine Massenkarambolage hier. Pass auf, pass auf, pass auf. Der steht auf dir drauf. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. So, haben wir zack, auch. Zack, bam, zack, bam. Haben wir nächsten, komm, bam. Nächsten. Aua, sag mal, der hat ja auch einen Säbel. Noch einer. Hier. Aua, der haut mich jetzt mal. Alter, die haut mich voll. So, okay, ich habe noch Hälfte meines Lebens. Ich hab sie alle geholt, aber... Das war easy, ne, eigentlich? Das war echt voll leicht, muss ich sagen. So, erstmal rauf hier. Komm, wir entspannen uns hier mal ein bisschen. Gut gemacht, Spieler. Jeder hat überlebt. Das war ganz schön krass. Aha, kannst mal sehen. Ja, ja? Hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, du blöder Maschine. Erzähler. Ja, ja. Ah, es kribbelt schon wieder, Kaspar. Jetzt fangen wir mit dem zweiten Challenge. Ah, es kribbelt. Oh. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hä? Hä? Was? Okay, das ist anscheinend ein Labyrinth oder sowas, ne? Das ist ein mysteriöser Wald. Da gibt's ein Portal, das wartet auf euch. Das müsst ihr nehmen. Ihr müsst das Portal finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh nein. Ihr habt exakt 1 Minute, um das Portal zu finden. Und das Labyrinth zu überleben. Nein. Sonst was? Was? Oder ihr werdet zu einer Steinstatue. Was? Wieso? Was, wieso? Nein! Ihr solltet lieber jetzt anfangen zu laufen! Okay, 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 okay. Wir müssen jetzt hier dieses blöde Portal finden. In welche Richtung, Broxo? Ich glaube hier diesen Weg, oder? Ja, mach du den linken, ich mach den rechten. Oh, wo bist du lang gelaufen? Ich weiß es nicht. Ah! Broxo? Hier liegt auf jeden Fall schon mal Geld. Hier ist Wasser auf dem Boden, okay. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Labyrinth. Wo soll das Portal sein? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, Kaspar. Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin. Das ist halt ein Labyrinth, ne? Ich sehe es! Was? Bei mir, bei mir, bei mir! Wo bist du denn? Ich bin geradeaus, als wir gespawnt sind. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Das, hier ist es. Ja, das ist das Portal. Oh mein Gott, ich hatte richtig Glück, dass ich es gesehen habe. Aber hoffentlich ist es auch an, ne? Warte mal, aber ja, das sieht an aus, alles gut. Oh ja, 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 ist auf jeden Fall... Ja, das ist es doch, das ist es. Komm rein hier, Alter, wir haben das... Weil lass doch warten auf die anderen, oder? Die finden das vielleicht gar nicht. Ich bin schon drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden einfach als Einzige überleben, ne? Was? Schaffen die anderen es nicht? Wir haben es nicht gefunden, aber vielleicht sind da mehrere Portale. Ah, okay, das kann auch sein, ja, aber, oh mein Gott. Als wenn die es jetzt nicht schaffen, als wenn wir jetzt beide die einzigen Überlebenden sind, sag mal. Oh mein 2 von 4 haben es nur geschafft. Nein. Was? Sind die anderen jetzt so Steinstatuen geworden? Guck mal, wir können die wiederbeleben, ne? Stimmt. Machen wir aber nicht. Ihr seid für immer hier gefangen im Automaten. Es ist Zeit für eure dritte Challenge. Okay. Oh, es kribbelt schon wieder. Es kribbelt wieder alles. Okay, wo sind wir jetzt? Was? Hä? Okay. In irgendeinem Wald oder was? Ich mach mal lieber ein bisschen Licht an hier, ne? Muss ja ein bisschen heller werden. Ich auch. Okay, das ist anscheinend ein Gruseltower. Wir müssen nach ganz oben kommen und sonst gehen wir drauf. Wir dürfen nicht runterfallen. Guck mal, das ist so Jump and Run, eine Obby. Also sind quasi in einem Tower mit 4 Phasen. Wald, dann das hier. Oh mein Gott, was? Als nächstes, glaube ich, so Stein oder noch irgendwas anderes. Und wenn du runterfällst, dann verbrennst du in Lava, ne? Oh mein Gott. Und das Ding ist, wir müssen quasi schaffen, bis zur 4. Phase nach oben zu kommen, bevor die Lava uns quasi frisst, weil sie steigen. Broxo. Oh mein Gott. Okay, wann geht's los? Was ist die Zeit? Die Zeit startet jetzt. Oh, lauf hier. Hier drüben, hier drüben, hier drüben. Hier, nein, hier. Heavy Hit hier. Oh mein Gott. Bei mir auch. Ja? Okay, gut. Ja, aber hier ist schwieriger. Oh Gott. So, oh mein Gott. Okay, das ging gut. Ich sehe schon die Lava unten. Oh mein Gott, stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt darfst du nicht mehr runterfallen. Kaspar, lauf. Lass dich nicht hetzen, lass dich nicht hetzen. Nee, nee, ich bin schon beim Sand. Ich bin schon beim Sand. Hier hoch, hier hoch. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin auch beim Sand. Okay, okay, sehr gut schon mal. Erstes Level schon mal geschafft. Wo müssen wir jetzt lang? Ich bin hier schon mal. Kannst doch hier die Leiter hochklettern. Nein. Oh mein Gott, Kaspar, was machst du denn? Hier die Steine? Ja, ich wusste nicht, wo lang. Hier die Steine. Oh mein Gott, Kaspar. Das sieht ja easy aus. Kommt die Lava schon unten durch? Ich bin schon beim... Oh. Nee, nee, noch nicht ganz. Nein! Das ist noch eine Leiter, ne? Ja, ich seh's. Oh Gott, die Lava kommt schon durch! Ja, springen! Oh. Jetzt darfst du nicht mehr runterfallen. Ich darf nicht in diese Trichter fallen da. Nein! Ich bin in der Lava! Nimm die Leiter! Nimm die Leiter! Los! Oh mein Gott! Nimm die Leiter! Oh mein Gott! Ich muss mich kurz konzentrieren hier. Eine Sekunde. Okay, ich muss schon selber wieder hoch, sonst hol mich die Lava gleich selber. Wo muss ich hier lang? Ich bin fast aufgegangen gerade. Hier links, komm hier links. Hier links, hier links. Okay. Oh mein Gott, das war gerade so knapp, Kaspar. Alter, ich war einfach schon in der Lava drin, ne? Wie brennen eigentlich jetzt deine Füße? Die müssen doch voll brennen. Ja, 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 die tun übel weh. Ich habe schon übel Leben verloren, ey. Ich bin halt tot. Oh Gott, jetzt bin ich hier schon im Schneegebiet. Schneelevel hier? Okay, sehr gut. Haben wir. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Achso, hier drüben Eisblöcke, siehst du die? Genau, die Eisblöcke, ja. Okay, die Lava darf ich nicht einmal berühren, dann bist du direkt down, ne? Ja, ja, ich weiß. So, hier musst du... Oh mein Gott, auch vorsichtig rüberspringen, Kaspar. Oh, ja, aber machbar, machbar, ne? Hier vorne. Alles machbar. So, nochmal rüber. Okay, haben wir, haben wir. Oh, oh mein Gott. Geil, auf ganz entspannt, mitnehmen. Ja. Entspannt. So. Ja! Und... Hab ich's geschafft? Ja! Ich glaub, wir haben's, oder? Oh Gott, es fängt wieder an zu kribbeln. Es kribbelt. Wir sind die ersten Spieler, die es geschafft haben, Kaspar. Spieler, die es geschafft haben. Und jetzt lasst uns nach Hause zurück. Entspannt euch. Bevor ihr abhaut, müsst ihr noch eine Sache machen. Ich muss euch noch eine Sache sagen. Ich weiß, ich habe euch gesagt, ich würde euch gehen lassen. Nein. Aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Ich lasse euch nicht gehen. Ihr seid so weit gekommen. No, niemand hat es bisher geschafft bis hier. Oh mein Gott. Wie sollen wir das jetzt überleben, Kaspar? Könnt ihr mich überleben? Wow. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott, das ist irgendeine komische Kraft. Ah. Oh mein Gott, irgendeine Energie. Alter, Blitze. Oh mein Gott, was ist für eine Energie hier auf einmal? Hä? Oh mein Gott. Laufen, du musst immer schön laufen, immer schön laufen. Ja, ich bin am Laufen. Oh Gott! Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hilfe! Pass auf, geh nicht in diesen Kreis rein, geh nicht in diesen Kreis. Ah! Gott. Ja. Pass auf, was ist das denn? Was ist das denn? Hä, was ist das? Oh mein Gott! Aua! Das sind so Striche, pass auf! Das ist unheimliche Energie. Oh mein Gott, ich bin fast tot, ich bin One-Hit. Kaspar, du hast nur noch 1 Millimeter Leben. Ich weiß, ich darf nicht draufgehen. Oh, hier vorne noch ein bisschen so. Oh, Gott, das ist gerade schon knapp. Hilfe! Okay, jetzt gleich kommen die Striche, jetzt kommen die Striche. Okay, okay, jetzt immer schön ausweichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die jagen mich! Die drehen sich immer nur in diese eine Richtung. Ja, ja, alles entspannt. Okay, das haben wir, wir haben's, wir haben's. Nein! Ey, diese blöden Ringe. Ja, ich sag dir, die sind einfach unvorhersehbar. Oh mein Gott, die sind unvorhersehbar, die Teile. Komm, wir werden ihn überleben. Wir werden ihn absolut überleben. Ja. Rüberspringen, rüberspringen, rüberspringen. Ja, und... Oh Gott, oh Gott. Aua. Das hat weh gerade. Oh Gott, vorsichtig jetzt hier. Oh, alles entspannt. Okay, jetzt kommen die Ringe wieder. Das war's mit euch. Ihr müsst sterben. Nein. Oh Gott, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hilfe. Der hat noch mal die letzte Kraft. Guck mal, wie viel der auf einmal macht. Oh Gott. Hilfe! Guck mal, der verbraucht seine ganze Energie, der hat gleich keinen Strom mehr, ne? Ah! Wie viel Strom hat der? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Ah! Oh, ich erkenne kaum noch was! Ah! Ich lasse die Lampe raus! Ah! Das muss seine letzte Energie sein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die letzte Kraft! Die letzte Kraft, die er rausprügelt! Wow. Oh mein Gott, ich bin schon wieder fast tot! Und... Hä? Ja, ich glaube, wir haben es überlebt! Oder? Haben wir es geschafft? Wir sind noch in der Matrix gefangen. Hallo? Hallo? Was ist gerade passiert? Ich weiß es nicht ganz genau. Ist hier jetzt, sind wir jetzt frei? Können wir jetzt nach Hause? Ist es jetzt vorbei? Ist es jetzt fertig? Hä? Aber wo ist Charlie? Stimmt, den habe ich aber auch schon seit dem Parcours nicht mehr gesehen. Den Charlie. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ah. Oh, es wird wieder hell, Brox, es wird wieder hell. Ah, oh, es kribbelt. Es kribbelt. Ah. Wow. Oh, Game Over. Wir sind wieder zurück im Spielcenter. Ey, wir müssen hier weg, Kaspar, bevor jetzt gleich irgendwer noch kommt. Oh mein Gott, wir müssen sofort raus. Und guck mal, da steht echt Game Over drauf, ne? Also dieser Automat, der ist wirklich ein Horrorautomat. Aber was ist mit Charlie, weißt du? Gute Frage. Wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ich habe echt keine Ahnung, wirklich. Wo habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Ich weiß es auch nicht genau. Ja, lass mal kurz gucken, wo Charlie ist. Vielleicht ist er irgendwie auf Toilette oder so. Hier raucht es auch voll, als würde es hier brennen oder so. Ne? Aber hier ist halt echt so. Hier ist er, ich hab ihn. Hier in der Küche, beim Bazar. Oh, er sieht ganz schön verängstigt aus. Wie bist du hierher gekommen? Erzähl mal. Er weiß es nicht genau, er ist verängstigt. Hä, okay. Aber er wurde zurückgelassen. Was? Und dann ist er hier aufgewacht? Okay, dann komm Charlie, lass uns hier rausgehen. Charlie, lass auf jeden Fall mal abhauen hier. Ich finde das hier ganz, ganz gruselig. Oh mein Gott, das war ja mega gruselig. Oh, guten Morgen, Kaspar. Oh. Alter, war das ein Traum oder war das wirklich gestern Abend? Ich weiß auch nicht. Ey, warte mal. Charlie sagt, wir sollen Fernsehen gucken. Okay. Was soll da drin sein? Arcade-Desaster. Was? Hä? Spiel wurde... Okay, das Zentrum wurde geschlossen, weil Menschen verschwunden sind. What? Okay, ich hoffe mal, die finden nicht heraus, dass wir das waren, ne? Ich hoffe es auch nicht, sag mal. Oh mein Gott. Aber was genau ist denn letzte Nacht überhaupt passiert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ich weiß es gerade auch nicht. Es ist alles so ein bisschen verschwommen oder so. Vielleicht war das auch alles nur so ein Traum. Also vielleicht war es echt nur ein Traum, ne? Aber guck mal hier beim Fernseher. Okay, die sagen anscheinend, dass da irgendwas... Was sagen die Leute denn? Kinder, Frühstück ist fertig. Oh, da steht, dass der Besitzer von dieser vom Spielcenter... Okay, der hat nicht mal eine Versicherung, ne? Oh mein Gott. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die niemals herausfinden, dass wir das waren. Heute spielen wir Wormy. Das ist ein riesen Killer-Wurm, Freunde. Und wir machen jetzt mal so, wir machen jetzt mal hier die doppelte Wurmchance. Und wir sind für 199 Robux, Freunde. Und vielleicht haben wir dann die Chance dadurch, ein richtig riesen Wurm zu werden und die anderen ganzen Leute zu jagen, Leute. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Deswegen drückt mir auf jeden Fall die Daumen und haut auf jeden Fall auch noch auf den Daumen und auf den Abo-Button, Freunde. Und jetzt was ist das da? Leute, passt auf. Ich glaube, ihr solltet das auf jeden Fall nicht berühren. Na, ist auf jeden Fall schon in Ordnung. Aber was ist das? Nein! Ey, der wird eingesaugt und ich habe mir die doppelte Chance gerade gekauft, Leute. Und er ist jetzt hier der Wurm geworden. Ich glaub's da nicht. Deswegen, ihr müsst unbedingt auf den Like-Button drücken, Freunde. Sonst müssen wir alle Generatoren aktivieren, damit wir Hilfe kontaktieren können, Leute. Okay. Also sind wir jetzt hier gerade, wir sind ja auf so einem riesen Camping-Trip. Und hier ist schon der erste Generator. Komm, ich helfe dir mal, okay? Wir müssen hier auf diese kaputten Teile, glaube ich, draufdrücken. Genau, wir müssen hier auf jeden Fall immer auf diese kaputten Boxen raufdrücken, Leute. Schnell, bevor Wormy kommt. Ich will gar nicht wissen, was der Riesenwurm mit uns anstellt, Leute. Der wird uns bestimmt mega heftig aufessen oder so. Jetzt hier, zack. Und jetzt haben wir schon mal einen Generator zu zweit. Mit Katharina hier haben wir schon mal zu zweit den Generator besiegt, Leute. Okay, dann laufen wir also auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen lang. Ah, hier ist ein Riesenwurm, Leute. Ah, oh mein Gott. Sie wurde auf jeden Fall gefangen, Leute. Hier ist Wormy. Ey, ich kann mich nicht bücken. Warum kann ich mich... Ey, nein. Normalerweise kann man sich bücken, Leute. Wow, der macht hier einfach den ganzen LKW kaputt. Pass auf. Warte mal, Katharina. Ich helfe dir, okay? Zack. Okay, lauf. Lauf schnell weg. Wo sind wir hier? Oh, hier ist Wasser, Leute. Oh, hier ist so ein... Oh, aber ich frage mich, warum kann ich denn mich gerade nicht bücken, Leute? Geht irgendwie nicht. Ich kann mich gerade nicht ducken. Ob das jetzt ein Fehler ist oder so? Das ist auf jeden Fall noch eine Alpha, Leute, das Spiel. Also es kann vielleicht sein, dass es noch ein bisschen verbuggt ist. Weil hier haben wir jetzt ein Telefon und wenn hier ein Telefon ist, muss ja eigentlich auch ein Generator drin sein, oder nicht? Nee, also anscheinend ist jetzt hier gerade kein Generator drin. Dann laufen wir mal weiter. Oh, hier lang. Weil ich glaube, ist hier vielleicht noch irgendwas? Ah, Leute, hier ist ein Generator. Okay. Auf die Teile drauf drücken. Und jetzt, Leute, drückt mir die Daumen, dass Wormy jetzt nicht zu mir kommt. Das wäre auf jeden Fall nicht so vorteilhaft, Leute. Wenn ich jetzt hier gerade so chill und die ganzen Generator repariere, während Wormy dann direkt hinter mir ist. Okay, komm. Los, schneller. Hälfte haben wir schon geschafft, Leute. Komm, noch ein bisschen schneller. Komm schon. Ein bisschen. Ja, noch die beiden. Zack. Und jetzt soll es auch wieder schneller gehen. Komm schon, bitte. Lass mich das jetzt schnell reparieren, Leute. Schnell den Generator reparieren. So, hier, zack, nochmal draufdrücken. Und dann, komm noch einmal. Ja, zack, draufdrücken. Ja, okay. 3 von 5 haben wir sogar schon aktiviert, Leute. Ah, das Wormy. Wormy jetzt mitbekommen, Leute. Ich muss weglaufen. Wormy ist hier. Nein, Leute. Wormy ist hier. Ist er hinter mir? Er ist hinter mir, Leute. Wormy verfolgt mich. Okay, ich laufe so schnell wie ich kann, okay? Ist er, Ist er schon nah? Leute, ich glaube, er ist ganz nah. Ey, hier, Stevie Wonder oder wer du bist. Hilf mir, Bomi ist hinter mir. Oh, wir haben schon 4 von 5 Generatoren, Leute. Wir brauchen noch einen Generator. Dann können wir schon nach Hilfe rufen. Also können wir quasi das Telefon benutzen. Und dann sollten wir anscheinend auch abhauen können, Leute. Ist ja, oh mein Gott, der hat einfach die Toilette kaputt gemacht. Und hier auch die ganzen Zelte. Warte mal ganz kurz. Oh, Womi ist schon wieder hier. Nein. Lauf, 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 lauf. Okay, ich sehe fast gar nichts, Leute. Ah, hier ist ein Generator, den wir sogar schon gemacht haben. Hier was im Auge. Hier was im Auge, Leute. Hilfe. Okay, also, wo lauft ihr jetzt lang? Ah, wir müssen ein Telefon finden, um nach Hilfe zu rufen. Okay, warte mal ganz kurz. Ich laufe jetzt hier schnell weg. Wehe, Womi kommt jetzt zu mir. Leute, wehe, Womi. Oh mein Gott, Kamel wurde auf jeden Fall schon wieder eingesperrt. Okay, warte mal, wir müssen jetzt ganz schnell hier ein Telefon finden, Leute. Damit wir nach Hilfe rufen können. Damit wir vor Womi... Oh Gott, der macht alles hinten kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, der macht alles kaputt. Okay, hier ist ein Telefon. Welche Nummer müssen wir überhaupt anrufen, Leute? 251, okay. 251. Hab ich... Ja, hört ihr es? Helikopter! Leute, da ist ein Helikopter! Schnell hin! Wir müssen da ganz schnell hin, Leute. Und die Helikopter holen. Dann sollten wir auf jeden Fall hier vor Womi abhauen können, Leute. Ohne einmal drauf zu gehen. Ey, das wäre ja mal mega cool. Warte mal, wo landen die denn jetzt? Ich denke mal, die landen da irgendwo bei den Campingplätzen oder so, ne? Okay, Womi. Das war nur ein Spaß. Ist hier vorne, Leute? Ich höre... Oh nein! Nein, Leute! Nein, Womi, tu mir das nicht an. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Womi... Hä? Er ist weg? Lol. Okay, warte. Womi ist, glaube ich, gerade weg. Ich hole noch hier. Pass auf. Zack. Dich hole ich wieder. Und schnell zum Helikopter, Leute. Ja. Hier. Oh. Er macht alles kaputt. Schnell hochklettern, Leute. Schnell hochklettern. Ist hier Womi irgendwo? Ich sehe Womi gar nicht. Leute. Warte mal, da vorne können wir noch einen retten. Warte mal, wir können hier vorne noch kurz einen retten. Obwohl, nee. Komm. Lass gut sein. Haha. Lass gut sein. Ich hau mal lieber mit meinem Helikopter ab. So, au rein. Ha. Hau rein, Womi. Ey, ich kann nicht hochklettern. Jetzt. Oh, ich bin entkommen, Leute. Ja. Und jetzt werden wir nochmal... Oh, hier ist die Wurmarmee, Leute, unter uns. Und jetzt werden wir auch nochmal selber als Wurm spielen. Hey, was ist denn da, Leute? Einfach irgendwie so ein Loch oder so. Hey, pass auf, das sollst du auf jeden Fall nicht berühren. Nein, ist schon in Ordnung. Ich berühre das jetzt einfach. Oh, okay, Leute. Oh nein, ich werde jetzt, glaube ich, einfach der Wurm. Oh, guck mal, das bin ich jetzt. Und es ist alles dunkel. Warum sehe ich denn nichts mehr? Wir können jetzt, Leute, was? Wir können andere infizieren oder andere... Warte mal, wir können... Okay, das kaufen wir jetzt mal hier. Wir können jetzt für $300 können wir jetzt andere infizieren. Guck mal hier, wir können jetzt... okay, aufpassen, dass wir nicht... Okay, hier... Wir können jetzt, glaube ich, auf E... Oder was können wir machen, Leute? Ich weiß gar nicht, was wir machen können. Hä? Also wir sind jetzt hier der Wurm. Und jetzt können wir andere, glaube ich, infizieren oder so. Hallo? Hä? Ich bin der Wurm. Na, wo seid ihr? Hä? Wo seid ihr? Wollt ihr etwa eure Dings anmachen? Hallo, ich bin der Wurm, kleine Kinder. Wo seid ihr? Ich esse gerne kleine Erdekinder. Ist hier vielleicht jemand drin? Hä? Hier vielleicht jemand drin? Oh, hier komme ich gar nicht rein. Okay, warte mal, vielleicht ist er hier irgendwo hier vorne. Ah, hier haben wir noch einen. Los, komm her. Los, hier. Ja. Hallo. Wie kann ich den... Wie kann ich den auf ihn... Muss ich auf ihn draufklicken, Leute? Ich weiß gar nicht. Ich berühre ihn doch. Jetzt. Hahaha. Jawohl. Den haben wir gefangen, Leute. Sehr gut. Und kann ich jetzt hier auch irgendwie Zelte oder so kaputt machen? Geht das irgendwie? Leute, wie kann ich denn die ganzen Zelte kaputt machen? Muss ich dafür irgendwas drücken? Ich probiere gerade alle möglichen Dinge aus, aber... Ich glaube, Leute... Da. Oha. Oha, wie viele hier rumkrabbeln. Bam. Guck mal hier. Ja, ich komme jetzt zu dir. Boah, wir machen ja... Oha, Alter. Wir haben hier den ganzen... Was? Den ganzen Wohnwagen kaputt gemacht. Und ey, der krabbelt hier rum, Leute. Der krabbelt... Oh, da ist noch einer. Warte mal, hier ist noch einer. Los, komm her. Los. Zeig dich doch. Wo bist du, hä? Ich bin der Riesenwurm. Und zack, ja. Auf deinen Kopf gehauen. Hihihihi. Leute, hihi. Ich bin der Wurm. Und... Ach so, wenn ich zu nah bin, dann können die gar nicht draufgehen. Okay, warte mal, hier, den holen wir uns, Leute. Auf ihn, bam, mit der Schauflein über den Kopf. Haha. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall kurz mal gucken. Warte mal, wir können es, glaube ich, wenn wir hier vorne hingehen, können wir, glaube ich, noch ein paar andere Sachen kaputt machen. Ich glaube, hier nämlich die Zelte. Uah, absolutes Zelt kaputt machen, Leute. Sehr gut. Und jetzt müssen... Hallo, komm jetzt mal her hier, ich bin der kleine Wurm. Hihi. Nein, er kann da durch, oder? Oh, ich habe ihn noch geschlagen, ja. Er liegt da drunter. Und dich hole ich auch noch. Los, komm jetzt. Bam. So, okay, Leute, weiter geht's jetzt hier. Ah, wer krabbelt denn hier im Zelt, Leute? Da ist da, guckt euch den an. Guck mal, wie das einfach im Zelt hängt, Freunde. Und jetzt, pass auf, damit wir ihn jetzt mal erschrecken. Pass auf, Freunde, guckt genau hin. Und... Wow, haben wir das Zelt kaputt gemacht, ja. Oha, Alter, wir haben jetzt einfach den komplett hier gefangen, Freunde. Hallöchen, ist hier jemand, Leute? Ist da jemand drin? Habe ich da gerade jemanden gesehen? Nee? Okay, nochmal Glück gehabt. Ich kann auf jeden Fall mal gucken, ob ich hier nochmal ein paar Sachen kaputt machen kann. Ich glaube, hier vorne, der Wohnwagen, der hat mir nämlich nicht so gut gefallen, Leute. Den infizieren wir doch jetzt hier mal mit unserem Wurmschleim. Ja, alles kaputt machen, Alter. Okay. Na, wo ist jetzt hier noch der Nächste, hä? Hallo, wo seid ihr? Ich bin doch nur ein ganz lieber Wurm. Ihr habt schon 2 Generatoren angemacht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hä, hier liegt was Verdächtiges rum, Freunde. Hier liegt einfach so ein Snickers oder sowas. Aber hier sind leider keine, die ich bis jetzt sehe. Also am Telefon ist auch keiner. Ja, hier haben wir welche. Und bam, Alter, auf den Kopf hauen. Jetzt müssen wir ganz kurz warten, damit er natürlich auch drauf geht, Leute. Und wir können es auch noch ganz kurz... Ja, nee, nicht mit mir, Kollege. Bats! Und hier nochmal den Baum kaputt. Kann ich den Baum kaputt machen? Nein, ich kann den Baum nicht kaputt machen, Leute. Leider nicht. Aber ist hier noch irgendwer anders? Wir müssen leider von den Leuten weg, sonst gehen die halt nicht drauf. Oh, hier ist, glaube ich... Oh, hier sind noch bestimmt welche, Leute. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass hier noch welche sind. Und zwar genau hier hinter, oder? Ja? Ja, guck mal, da habe ich ihn doch. Haha, kommt der, Alter. Wow. Los, Mignon. Na? Na, komm her und bam. Auf den Kopf. Und guck mal, da krabbelt der, Leute. Da krabbelt er, hä? Okay. Guck mal hier, wie das aussieht, Leute, wenn wir jemanden quasi gewurmt haben. Guck mal, wie er da wartet. Ich kann ich auf ihn rauf? Leute, kann ich ihn hauen? Nein, ich komme nicht ran. Okay, wir müssen hier ein bisschen weggehen. Ich mach mal weil ich sauer bin, mache ich hier den ganzen Wohnwagen oder das ganze Zelt kaputt. So, Leute, Wurmi ist wieder unterwegs. Auf Streife, auf Wurmstreife. Aber nein, er hat ihn geholt, das kann doch nicht angehen. Er hat ihn schon wieder geholt, Leute. Und nein, nein, er ist da durchgelaufen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder außen rumlaufen. Ich glaub's ja nicht. Hallo. Ah, guck mal, hat er denn kein T-Shirt an, Leute? Jetzt haben wir den auf jeden Fall auch geholt. Na, ist hier noch irgendwo dein Freund, der dich retten möchte? Hm? Ist er hier irgendwo? Ich sehe den nämlich hier gar nicht. Warum ist gar nicht mehr mein Wurm-Sound an, Leute? Ich höre hier gar keinen Wurm-Sound mehr. Oh, Leute, er geht auf jeden Fall gleich drauf. Also dieses Help ist schon mega, mega rot angezeigt, ne? Also je weiter weg wir gehen, desto roter wird. Und ich glaube, er wird jetzt gleich drauf gehen, Freunde, oder? Ja, es ist schon mega rot und er ist, glaube ich, draufgegangen, oder? Ist er draufgegangen? Ja, Leute, er ist draufgegangen. Und ihr seid zu spät. Ihr seid zu spät. Komm, bam. Jawohl. Den haben wir auch noch geholt, Leute. Jetzt müssen wir auch noch mal kurz von dem weggehen. So, mal ganz kurz warten hier. Nein, 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 da kommt jemand. Oder kam da gerade jemand? Oder habe ich das... Nee, guck mal, der ist hier außen, Leute. Der rennt hier außen. Der denkt, ich sehe ihn nicht. Ja. Okay, den haben wir jetzt auch geholt. Hä? Alles klar. Ohne Probleme. Ja, Leute, ich habe einfach... Ja, ich habe alle geholt, die es gab im Spiel. Alter, wir waren der beste Wurm jemals. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button und checkt eins von den beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken und abonniert diesen Kanal für tägliche Roblox-Folgen extra für dich.